Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Es freut mich wieder einmal, euch und Sie hier begrüßen zu dürfen. Wir haben uns manchmal schon gesehen, einige Namen kenne ich aus anderen Kontexten. Oder ihr oder Sie wart schon mal Teil von einer LinkedIn-Veranstaltung. Mein Name ist Tabea Golgert und ich leite das Förderprogramm LINK in der Stiftung Niedersachsen nun schon seit 3,5 Jahren. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die Kulturschaffenden in Niedersachsen, aber auch darüber hinaus bis hin europaweit mit KI zu konfrontieren und die Frage zu stellen, macht KI in dem jeweiligen Arbeitsbereich Sinn? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann möchte man natürlich auch gerne wissen, erstmal, was ist alles möglich in diesem Bereich, in der Schnittmenge zwischen Technik, Wissenschaft und Kultur? Und arbeitet noch gerade an dem Thema? Und deswegen haben wir dieses Jahr im März diese LINK-Reihe angefangen. Und uns geht es ganz konkret um Projektbeispiele, um Input, um Fragen anregen und auch um Vernetzung und Austausch. Deswegen werden wir heute auch mit interaktiven Formaten arbeiten und euch bunt durcheinander mischen und euch gegenseitig bekannt machen. Diese Veranstaltungen machen wir nicht alleine, sondern wir suchen uns immer zu der jeweiligen Sparte einen großartigen Partner hinzu. Wir haben im März ja mit Museen angefangen, dann im Mai ging es um bildende Kunst, im Juli ging es um Musik und heute geht es um die darstellenden Künste. Ein riesiges Feld und ich bin total gespannt auf die verschiedenen Projekte, die wir heute im Laufe der Veranstaltung kennenlernen werden und auch die Protagonisten und Nistinnen, die wir kennenlernen dürfen. Ich bin total dankbar, dass ich das Thema nicht alleine erarbeiten muss, sondern heute gemeinsam mit Steffen Kleber hier bin vom Fonds der Darstellenden Künste. Hallo Steffen. Schön, dass wir das Ganze zusammen uns ausgedacht haben, das Programm zusammengestellt und auch heute durchführen können. Ja, hallo Tabea und hallo auch an alle Teilnehmenden und ReferentInnen des heutigen Tags. Der Fonds Darstellende Künste bedankt sich aber natürlich nicht nur bei dir, Tabea, für die Ausstellung dieses Programms und die Kooperation hier, sondern natürlich auch bei der Stiftung Niedersachsen im Ganzen. Und so wie LINK die Stiftung Niedersachsen aufgestellt als Programm, hat der Fonds Darstellende Künste eben von einer ganzen Weile auch ein Sonderprogramm zum Thema künstliche Intelligenz und darstellende Kunst mit dem Titel Autonom aufgestellt, wo es eben genau um diese Frage nach einer Erweiterung im Feld des Schaffensprozesses und der Betrachtung des Schaffensprozesses durch künstliche Intelligenz sowie der Frage, inwieweit das die darstellenden Künste im Gesamten beeinflusst, die neuen Technologien. Vor dieser Veranstaltung habe ich von allen Sprecherinnen und Sprechern die Rückfrage bekommen, soll es digital oder physisch stattfinden? Und natürlich würden wir uns alle heutzutage physische Veranstaltungen mehr und mehr wünschen. Hat natürlich eine Schwierigkeit, was die Planbarkeit angeht. Aber mit einer digitalen Durchführung haben wir einen unschlagbaren Vorteil, den ich euch einmal vorstellen möchte. Und zwar, ich sitze hier gerade in der Region Hannover. Steffen sitzt in Berlin. Jana, unser wertvoller technischer Support, ihr kennt sie vielleicht von den vergangenen Veranstaltungen, sitzt in Hamburg. Und ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, wo ihr jetzt gerade seid. Und daraus werden wir dann schon sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns alle an einem Ort getroffen hätten, momentan relativ gering wäre. Ich lese München, ich lese Halle, ich habe eben Belgrad gelesen, Mülheim. Sehr gut, wir sind alle extrem weit verstreut und trotzdem haben wir hier die nächsten 3 Stunden ein gemeinsames Zentrum gefunden, ein gemeinsames Thema. Düsseldorf, Stuttgart, sehr gut. Falscher Name aus dem Chat gelesen. Die nächste Sprecherin, Dr. Hilke Marit Berger, ist Wissenschaftlerin an der Hafen City, Universität Hamburg, mit den Schwerpunkten Kulturtheorie und kulturelle Praxis.
Sie ist Stadtforscherin und beschäftigt sich mit der Schnittstelle von Kulturwissenschaften und Stadtplanung mit der Verbindung technische Fragestellungen und gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen einzubeziehen. Ihr Forschungsinteresse gilt Praktiken der Teilhabe, der Co-Kreation und kollektiver Stadtgestaltung im Bereich künstlerischer Praxis und Politik. Sie wird heute zu uns sprechen, weil ich sie im Laufe des letzten Jahres kennengelernt habe und auch für Steffen Kleber und den Fonds ist sie niemand Unbekanntes, denn sie schreibt gerade an einer Studie, aus der sie uns auch sicherlich gleich einiges berichten wird und verfolgt die Frage, künstliche Intelligenz als Innovationspotenzial in den freien darstellenden Künsten. Und nun können wir Hilke dazu schalten. Da ist sie auch schon und ihr direkt das Wort übergeben. Schön, dass du da bist, Hilke. Ja, vielen Dank, Tabea, für die Einladung und diese schöne Vorstellung. Herzliche Grüße auch von mir aus Hamburg in die große Runde, in der ich einige bekannte Namen schon entdeckt habe. Das ist immer schön, aber auch neue Namen, das freut mich sehr. Denn mit dieser Studie, die ich schreibe, von der ihr da gerade schon gehört habt, ich benutze einfach mal das Arbeits-Du und hoffe, das ist für alle in Ordnung so, ist vor allen Dingen ein Auftrag verbunden, nämlich derjenige überhaupt sich einmal anzugucken, wer arbeitet denn im Bereich KI und darstellende Künste in Deutschland aktuell. Vielleicht so ganz kurz zwei, drei Sätze zum Hintergrund dieser Studie. Das Ganze ist ein Auftrag des Fonds Darstellende Künste, deswegen kennen Steffen und ich uns auch ziemlich gut. Und zwar ist im Rahmen der Neustadt Kulturgelder, dieser Topf, der euch allen mit Sicherheit bekannt ist, vom Fonds die sehr, sehr gute Idee entstanden, wie ich finde, 12 Teilstudien in Auftrag zu geben, um direkt begleitend zu gucken, was braucht denn die freie darstellende Kunst zukünftig für Mittel? Wie sieht überhaupt die Strukturförderung auf Landesebene, auf Bundesebene aus? Was gibt es für Kooperationen? Wie sieht Theater im ländlichen Raum gerade aus? Es gibt so ganz unterschiedliche thematische Setzungen. Dazu kann Steffen nachher bei Bedarf bestimmt auch noch mehr sagen. Und eine dieser Teilstudien, die ist eben fokussiert, eigentlich fast auch so eine Frage, die mehr in der Zukunft liegt, nämlich zu gucken, wie und wenn dann warum sollte man diesen Bereich KI und darstellende Kunst weiter fördern. Und was ich als erstes gemacht habe, ist, ich habe mir angeguckt, okay, was für Expertinnen gibt es denn im deutschsprachigen Raum im Bereich darstellende Künste? Über diesen Weg habe ich auch ein paar der hier anwesenden Menschen kennengelernt, zum Beispiel Ilja Mirsky und Gloria Höckner, die hier heute auch sprechen werden. Das hat mich schon mal gefreut zu sehen. Und ich habe eben auch Tabea kennengelernt, denn Link und Autonom sind, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle, momentan im deutschsprachigen Raum, zumindest in diesem Bereich, KI, Schnittstelle, darstellende Kunst, nicht institutionell an ein Haus gebunden, die beiden einzigen expliziten KI-Förderinstitutionen. Es gibt natürlich mit Dortmund und der Akademie für Digitalität einen Ort, Akademie für Theater und Digitalität, einen Ort, der ganz großartig ist, weil er eben an einem festen Haus schon Dinge ermöglicht, die ich mir im Rahmen dieser Studie auch wünschen werde. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Viele von euch kennen mit Sicherheit auch Tina Lorenz, die im Theater in Augsburg einen Job hat, der für die darstellende Kunst ganz großartig ist, weil sie da diese Digitalexpertise im Bereich Schauspiel weiter ausbaut. Und ich teile jetzt mal meinen Bildschirm, dann kommen wir nämlich zu einem Punkt, der ziemlich zentral ist, nämlich der Titel dieser Studie, mit dem werde ich gleich mal anfangen. Könnt ihr alle diesen Bildschirm jetzt sehen? Ich hoffe ja. Dieser Vortrag heute heißt vom Werkzeug zur Werkstatt, Rahmenbedingungen für KI-Künstlerinnen. Und die Basis für diese Studie, die ich jetzt im Folgenden mich ein bisschen ausbreiten werde, sind eben Interviews mit 20 ExpertInnen aus der Szene. Das Ziel von der Studie ist tatsächlich, dass es eine Handlungsempfehlung gibt für zukünftige Förderungen. Die erste Feststellung, die ich quasi in diesen Gesprächen und aber auch im Auswerten der
Projekte, die so gefördert werden, getroffen habe, ist, es passiert tatsächlich erschreckend wenig im Bereich darstellende Künste und KI, zumindest im deutschsprachigen Raum, wenn man das mit anderen künstlerischen Feldern vergleicht. Also im Bereich Musik, Literatur und so weiter, da passiert schon längere Zeit sehr viel mehr. Und auch international gibt es deutlich mehr Projekte, die tatsächlich KI und darstellende Kunst miteinander verbinden. Und das hat natürlich Gründe. Und ich habe mich gefragt, warum passiert denn eigentlich so wenig? So, diese Studie hatte, als ich die übernommen habe, bereits diesen Titel KI als Innovationspotenzial. Und ich habe angefangen, diese Interviews zu führen und die auszuwerten und bin mehr und mehr zu dem Schluss gekommen, dass dieser ursprünglich vorgegebene Titel ein Riesenproblem ist in mehrerlei Hinsicht. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ihn zu streichen, wie ihr hier sehen könnt. Und die Streichung werde ich aber so stehen lassen. Also der Titel der neuen Studie ist KI als Innovationspotenzial durchgestrichen, Verantwortung und Möglichkeiten der freien darstellenden Künste in Zeiten von KI. Ich hatte als allererstes tatsächlich vor, diesen Titel KI als Innovationspotenzial produktiv zu nutzen. Also der erste Entwurf meiner Arbeit, der sah eigentlich vor, dass ich ein ganzes Kapitel zur Begriffsgeschichte der Innovation und der problematischen Übertragung dieses wirtschaftlichen Terminus auf den Kontext KI und Kunst schreiben wollte. Gerade die Verbindung von Innovation und Potenzial schien mir nämlich erstmal deutlich mehr als so ein Best-of-Buzzword aus dem Bereich Antragsprosa zu sein. Denn in der Verbindung dieser beiden Wörter entsteht ein Gestus, der ziemlich fragwürdig ist, weil ja gerade das Streben nach ständiger Innovation Teil der Problemlage der KI-Entwicklung der jüngsten Vergangenheit und der soziotechnologischen Konsequenzen, mit denen wir alle bereits leben, ist. Dass der bunte Blumenstrauß technologischer Möglichkeiten, der sich hinter dem Wort KI verbirgt, für alle Lebensbereiche und natürlich auch für die darstellende Künste jede Menge Potenzial hat, das schien mir darüber hinaus vollkommen evident. In zahlreichen Gesprächen und Diskussionen während der Recherche und nicht zuletzt im tatsächlichen Schreiben der Studie wurde ein anderer Begriff für mich dann tatsächlich immer zentraler, und das ist der der Verantwortung. Ein reiner Nachweis des Potenzials der darstellenden Künste durch das Zusammentragen innovativer Projekte greift in meinen Augen nämlich viel zu kurz, weil es geht um etwas viel Wichtigeres. Die Perspektive der darstellenden Künste im Bereich KI ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit, finde ich. Denn in dieser Kunstform kommt ja alles vor, was im Bereich KI gerade Beachtung findet, sobald das Wort Kreativität fällt, nämlich Musik, Text und Bild. Wir brauchen also die Perspektive der darstellenden Künste gerade in dieser Kombination der unterschiedlichen Kunstformen ganz dringend. Denn nur so können wir einerseits verstehen, was sich den allermeisten Menschen im Angesicht der technologischen Komplexität entzieht, und sind andererseits in der Lage, neue Möglichkeiten zu erforschen und Zukunft mitzugestalten. Denn in der Praxis der darstellenden Kunst fallen auch diskursive Aufarbeitung, Sichtbarmachen und die Entwicklung neuer Möglichkeiten zusammen. Dabei ist die Bewusstmachung der Konsequenzen dieser Möglichkeiten durchaus auch im Sinne einer einzufordernden gesellschaftlichen Verweigerung dieses Fortschritts nur um des Fortschritts Willens genauso wesentlich wie das Ausloten der Mehrwerte. Dieses Potenzial der gestaltenden Verantwortung gilt es aus meiner Sicht zu fördern. Und dieser Terminus gestaltende Verantwortung ist ein, den ich total großartig finde. Den würde ich jetzt hier einfach noch einmal unterstreichen wollen. Dafür braucht es aber andere Produktionsbedingungen, stärkere Netzwerke und neue Ausbildungswege, und dazu gleich mehr. Das Feld der digitalen Formate ist auch katalysiert durch Corona riesig, und die Konsequenzen für Produktions- und Fördermöglichkeiten sind entsprechend groß und sehr, sehr unterschiedlich. Und jetzt wiederhole ich tatsächlich einen Großteil eines Vortrags, den ich in der letzten Woche in Berlin im Radialsystem gehalten habe. Alle, die den gehört haben, die mögen mir das an dieser Stelle verzeihen, aber man kann das Rad auch nicht jedes Mal wieder neu erfinden. Ich komme jetzt also auf die zentralen Produktionsbedingungen zu sprechen. Also man kann nämlich einen Theaterabend auf Zoom nicht mit Virtual Reality verwechseln. Das wisst ihr alle, die ihr in diesem Feld
arbeitet. Man sollte es vor allen Dingen nicht. Und deswegen werde ich jetzt im Folgenden mich auch ganz bewusst einschränken und nicht über technologische Möglichkeiten im Allgemeinen sprechen, wie häufig erwartet wird, wenn man sich so mit KI beschäftigt, sondern vor allen Dingen ganz explizit über diesen Fokus, um den es hier auch heute gehen soll. Und der erste Faktor, der, glaube ich, für alle Produktionsbedingungen absolut wesentlich ist, ist der Faktor Zeit. Also zurück zu dieser Frage, die ich eingangs formuliert habe, warum bewegt sich so wenig im Bereich darstellende Künste und KI? Banal, aber zentral. Der Einbezug digitaler Technologien ist aufwendig. Das Entwickeln, Programmieren, Ausprobieren, Umschreiben und Einsetzen dauert schlicht viel länger als eine rein analoge Arbeitsweise. Und davor schrecken viele KünstlerInnen zurück, denn der Mehraufwand wird in den normalen Förderungen bisher gar nicht berücksichtigt. Ich weiß, dass das bei euch, Tabea, ganz anders war und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich diese Förderlinie Link, über die wir vielleicht ja auch nochmal nachher sprechen können, als absolut nicht nur herausragend, weil allein auf weiter Flur, sondern vor allen Dingen strukturell als beispielhaft sehe, weil genau diese verschiedenen Zeitlichkeiten, die man braucht, in dem Bereich berücksichtigt wurden. Aber nicht nur das Coding benötigt Zeit, sondern es dauert vor allen Dingen auch, bis alle Beteiligten eine gemeinsame Sprache sprechen. Das wisst ihr auch alle, die hier in dem Bereich arbeitet. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das nochmal ganz klar sagen, die zentrale Herausforderung der Kunst des Digitalen ist meiner Meinung nach Kommunikation. Denn der entscheidende zeitliche Faktor ist immer auch Übersetzung. Nicht umsonst sind ja Python, C-Sharp und Java auch Programmiersprachen. Niemand würde auf die Idee kommen, dass es reibungslos funktioniert, wenn sich jetzt Menschen treffen, die keine gemeinsame Sprachbasis haben. Aber wenn man mit digitalen Möglichkeiten arbeiten will, dann muss man diese Sprachen jetzt auch nicht unbedingt fließend sprechen. Aber man muss jetzt zumindest eine Ahnung davon haben, was man in diesen Sprachen ausdrücken kann, was für Probleme es gibt, was vielleicht auch nicht geht. Also man muss zumindest ein Gefühl dafür haben, was diese Sprachen eigentlich können. Und man sollte vor allen Dingen wissen, was man genau übersetzen will in den unterschiedlichen Sprachen. Es gibt ein schönes Zitat aus den 1960er Jahren von einem Architekten, der heißt Cedric Price, also 60er Jahre wohlgemerkt, der hat da schon gesagt, Technology is the answer, but what was the question? Und ich glaube, diese Frage ist auf den ersten Blick vielleicht banal, aber sie ist absolut zentral, wenn man gerade auch künstlerisch mit diesem Bereich KI arbeiten will. Denn das ist so ein bisschen, ich arbeite hier im City Science Lab in Hamburg und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so ein paar Projekte, da wird irgendwas mit Daten gemacht, aber kein Mensch weiß, warum, was der Mehrwert davon eigentlich ist. Also genau diese Frage, warum sollte ich diese Technologie denn einsetzen wollen, die sollte man in jedem Fall beantworten können. Und wenn einen einfach nur die Technologie interessiert, ist das ja auch schon eine klare Antwort auf die Frage, die dann nämlich heißt, wie funktioniert diese Technologie? Dann bin ich im Bereich von Forschung und darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Also ich glaube, für den Bereich Deep Learning braucht es zwingend Wissen über die gesellschaftlichen Konsequenzen und auch ein Bewusstsein über Fragen künstlerischer Verantwortung. Also dieses Wort der Verantwortung ist mir wirklich immer wieder begegnet, einfach weil es im Diskurs eine sehr, sehr starke einen sehr, sehr starken Anteil hat, wenn es um KI geht und weil natürlich auch die Frage ist, wenn ich jetzt künstlerisch diese ganzen Möglichkeiten einsetze und auch neue Sachen entwickle, in was für einer Verantwortung stehe ich da? Erstens in Bezug auf die Technologie, die ich verwende und zweitens auch in die Aufarbeitung der Möglichkeiten, die sich damit quasi neu bieten. Also diese Kombination aus Sichtbarmachung, Verständlichmachung, aber eben auch der Entwicklung etwas Neuem, was dann wiederum für andere Kontexte auch missbraucht werden kann. Da gibt es quasi, glaube ich, eine doppelte Verantwortung, in der Künstlerinnen stehen. Okay, und um diese verschiedenen Faktoren, die ich jetzt schon benannt habe, also Zeit und Kommunikation miteinander in Verbindung zu bringen, ist eine Feststellung meiner Studie ganz zentral. Es braucht veränderte Ausbildungen. Tabea, ihr habt bei euch in dem Link-Programm ein großer Anteil, ist diese KI-Schule, wo ihr genau das getan habt, also wo ihr Fachwissen den KünstlerInnen mit an die Hand gegeben habt, um überhaupt sie zu befähigen, in dem Bereich zu arbeiten. Genau dieses Fachwissen braucht es und ich glaube, dass ihr das als Stiftung in diesem Format getan habt, ist großartig, aber es kann natürlich nicht das Einzige sein und außerdem kann es auch nicht sein, dass es nur die Volkshochschulen abdecken. Ich glaube, es braucht eine ganz andere Form von Ausbildung und es gibt ein paar spannende Studiengänge in Deutschland, in denen so Szenografie und neue Technologien gemeinsam gedacht werden. Es entstehen auch gerade ein paar neue und ich glaube, davon brauchen wir in Zukunft sehr viel mehr, denn diese
Funktion der Schnittstellen, um die es geht, also dieses Übersetzen können, verstehen können, produktiv mit diesen Herausforderungen umzugehen, das ist etwas, das kann, glaube ich, die allerwenigsten Menschen innerhalb von so einer kurzen Projektlaufzeit, egal wie lang sie dann wiederum sein mag, sich aneignen. Also da braucht es, glaube ich, einfach veränderte Ausbildungen, die die Leute anders abholen und die denen dieses Schnittstellenwissen, was, glaube ich, absolut zentral ist, anders mitgeben. Wenn man jetzt diese drei Faktoren berücksichtigt, also Zeit, Kommunikation und veränderte Ausbildung, dann hat das eben entsprechend veränderte oder nicht veränderte, sondern Konsequenzen für die Förderung. Für Mixed-Reality-Produktionen sind, glaube ich, die aktuellen Förderzeiträume, Link jetzt mal ausgenommen, ein Witz. Das zeigt sich auch an den Ästhetiken, die dann größtenteils an die IT-Garage einer Computer-AG aus den 1990er Jahren erinnern. Das ist auch ein Zitat aus einem Interview, was ich sehr schön finde. Und ich glaube, es ist erschreckend zutreffend. Das kann man aber niemandem vorwerfen, weil wenn man Produkte, nicht Produkte, Projekte fördern will, die am Ende eben etwas anderes können sollen, dann braucht man natürlich entsprechend mehr Zeit und man braucht auch entsprechend mehr Kenntnis. Also da führt es wieder zurück zu diesen zwei Voraussetzungen. Dann braucht es eine Prozessförderung ohne Ergebniszwang, weil das Spannende, was nämlich momentan passiert, passiert eigentlich nicht unbedingt in dem Endergebnis, sondern passiert auf dem Weg dahin. Deswegen ist das, was in Dortmund in der Akademie passiert, glaube ich, ganz wesentlich diese Fellowships, die ermöglichen, dass man forschend sich mit künstlerischer Produktion beschäftigt, dass man auch unterschiedliche Formate entwickelt, die nicht unbedingt immer eine abendfüllende Vorstellung sind oder die auch nur ganz kleine Experimente ermöglichen. Die sind, glaube ich, für den Bereich KI absolut wesentlich. Und ich glaube, dass diese forschende Experimentieren Prozessförderung ist, die wiederum führt zur Ermöglichung neuer Experimenterformate. Also das kann man gar nicht getrennt voneinander trennen. Und das bringt mich quasi eigentlich schon fast auf eine sehr, sehr organische Weise zu diesem letzten Punkt, nämlich es braucht ganz dringend die Anerkennung, dass es sich in diesem Bereich KI und Kunst um Forschung handelt. Und um diese wirklich erfolgreich umsetzen zu können, braucht es notwendig mehr und andere Kooperationen, beziehungsweise es braucht natürlich Netzwerke. Das hatten wir letzte Woche ganz großartig moderiert von Susanne Schuster im Radialsystem, ein Arbeitsgruppentreffen, in dem es viel darum ging, das ist eine Frage, die ich heute auch gerne nochmal mit euch besprechen würde, dass genau diese Netzwerke im Bereich darstellender Kunst nicht besonders stark sind und nicht wirklich lebhaft ausgebaut werden, weil es keine Sharing-Community gibt. Also weil dieses, was im Bereich Coding bei den EntwicklerInnen total weit verbreitet ist, auf GitHub und so weiter seinen Code zu teilen, ist im Bereich der darstellenden Künste überhaupt nicht weit verbreitet. Da versucht jeder seine eigene Corporate Identity, um jetzt mal diesen bescheuerten Sprech zu benutzen, möglichst groß zu machen, weil das Branding, was man als Gruppe oder Einzelkünstler und Künstlerin hat, total wichtig ist, um die nächste Förderung zu bekommen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil es dieses Teilen von Erfahrungen braucht. Wenn man erfolgreich in dem Bereich weiterarbeiten will, muss man sich austauschen, braucht man eben tatsächlich Netzwerke und dafür braucht es eine bestimmte Kultur des Teilenwollens und des Miteinanderarbeitens. Und ich glaube, die ist ausbaufähig. Ob sie überhaupt nicht vorhanden ist, würde ich jetzt nochmal dahingestellt lassen und würde ich, wie gesagt, total gerne gemeinsam mit euch besprechen. Okay, und es braucht eine neue Zusammenarbeit mit festen Häusern. Das vielleicht auch nochmal, finde ich, ein ganz wichtiger Hinweis, weil die natürlich eine andere Infrastruktur haben. Das funktioniert in Dortmund tatsächlich momentan ziemlich gut. Das funktioniert aber auch in anderen festen Häusern. Es gab diese Doppelpass-Förderung von der Kulturstiftung des Bundes. Die kennen vielleicht auch einige von euch. Die war problematisch aus etlichen Gründen. Ich glaube trotzdem, dass es ein richtiger Ansatz war und dass man das nochmal aufgreifen sollte. Auch das wird in meiner Studie eine Aussage sein, dass es neue Kooperationen auch mit festen Häusern gibt.
So, und dann glaube ich, dass dieser Forschungsaspekt, über den ich ganz kurz schon gesprochen habe, tatsächlich absolut zentral ist und dass es deshalb auch andere Förderformate geben muss. Im Bereich der Wirtschaft ist es total gängig von Seiten des BMBF, dass die Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft fördern, ganz explizit. Und ich frage mich, warum diese Kooperation zwischen KünstlerInnen und Forschung nicht längst sehr viel stärker in den Fokus gerückt ist, weil das natürlich Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet für alle Akteure, auch was tatsächliche Arbeitszusammenhänge anbelangt, weil ich glaube, das Wissen, was man sich im Bereich darstellende Kunst und KI aneignet, ist nicht nur für den Bereich Kunst total interessant, sondern für ganz, ganz viele andere Bereiche auch. Ich glaube, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist, gerade in Bezug auf Forschung, was Arbeitsfelder wieder ermöglicht und Anwendungsmöglichkeiten. Und deswegen wäre ich absolut dafür, dass es sehr viel mehr explizite Wissenschaftsförderung im Bereich Kunst und KI bräuchte. Gerade im Bereich KI, diesem nebulösen Ding, was kein Mensch wirklich versteht, ist die Kunst nämlich auch im Bereich Sichtbarmachung gefragt, in der Übersetzung, in der Kommunikation und zwar nicht nur als neues Thema, sondern durch eine neue Arbeitspraxis. Und das führt mich zu meinem Titel für heute. Ich glaube nämlich, dass KI sehr viel mehr sein sollte als nur ein Werkzeug. Ich glaube, man sollte definitiv über die ganze Werkstatt nachdenken. Das bringt mich wieder zurück zu Verantwortung und Möglichkeiten und genau über diese Aspekte würde ich wahnsinnig gerne im Folgenden mit euch diskutieren. Vielen Dank. Und jetzt versuche ich hier das noch zu stoppen, aber mein Cursor ist gerade verschwunden. Vielen Dank, Hilke. Da hast du ja das Feld schon groß aufgerissen. auf welchen Aspekt stürzen wir uns jetzt als erstes? Also ich würde sagen, wir öffnen erstmal kurz für konkrete Rückfragen die Runde, bevor Steffen und ich schon Fragen bzw. Diskussionspunkte identifizieren. Gibt es Fragen an Hilke? Dann gern einfach entstummen und Kamera einschalten. Ja. Chris, ich sehe dich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch viel in diesem Bereich auch eine Akademisierung des Theaters stattfindet, dass oftmals sehr, sehr enge Kooperationen zwischen Universitäten und zwischen Künstlern stattfinden. Ist es prinzipiell eigentlich positiv oder vielleicht manchmal auch eine Gefahr der freien Darstellung auch in der Darstellungskunst? Kannst du kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, was ja. für eine Gefährdung du damit also verbindest? Ich finde es auch mal, dass es eine gesunde Distanz auch zur, sagen wir mal, zu akademischen Fragen und Fragestellungen, Forschungsfragen gibt für die Kunst. Die sollte im Prinzip, finde ich, eine Art auch Kritikpunkt oder eine Art Auseinandersetzung mit Sachen, die in der Ausbildung stattfinden, auch ermöglichen. Ich finde es oftmals so eine Art Überdeckung, dass es sozusagen auch Kunst aus der Forschung für die Forschung gemacht wird. Also das ist nur so eine Art Beobachtung vielleicht, dass man das nicht auch irgendwie eine gesunde Kultur entwickelt, der Unabhängigkeit vielleicht. Das ist natürlich aus dem Grund der finanziellen Unterstützung wahnsinnig schwierig, das zu tun. Hilke, willst du da direkt was zu ich sagen? Ich habe gerade überlegt. Oder wollen wir noch weitere Fragen sammeln? Ja, vielleicht sammeln wir noch mal einen Moment. Ich könnte da, glaube ich, ganz lange drüber diskutieren, aber ich finde ja, wir sollten auch miteinander sprechen. Wolfram meldet sich. Ja, du hast natürlich, das ist eine schöne Forderung, zu sagen, wir müssen mit Forschung kooperieren. Die Challenge ist, dass natürlich die Forschung gewöhnt ist, Projekte mit der Wirtschaft zu machen. Und dort reden wir über Fördersummen, die halt sechsstellig anfangen, während die im Kulturbereich, also wenn ich jetzt als freies Theater auftrete, im fünfstelligen Bereich gut sind und im hohen fünfstelligen Bereich schon sehr selten sind. Das heißt, unsere Versuche, mit Hochschulen zu kooperieren im Bereich KI, scheiterten einfach daran, dass wir die Stellen nicht abbilden konnten über die Fördertöpfe aus dem Kulturbereich. Im Wissenschaftsbereich gibt es solche Töpfe, im Wirtschaftsbereich. Dort ist aber die Voraussetzung, dass ich eben nachweise, wie viele Stellen meine Startup-Initiative nachher liefert. Also ich muss im Voraus versprechen,
dass es einen Businessplan gibt, der auch erfolgversprechend ist, um die Förderung zu bekommen. Und auch das kann ein Theaterkollektiv in keiner Weise leisten. Das kann noch nicht mal ein Haus leisten. Vielleicht ganz kurz nur ergänzend dazu, mir geht es gar nicht nur so sehr darum, dass ich glaube, dass KünstlerInnen kooperieren sollten mit Forschungsinstitutionen, sondern mir geht es vor allen Dingen auch darum anzuerkennen, dass diese Arbeit in dem Bereich von KünstlerInnen Forschung ist. Also ich finde, es müsste ein Ermächtigungsmoment stattfinden, was wiederum honoriert werden müsste durch Förderstrukturen, die explizit diese Form von künstlerischer Forschung fördern. Und ich weiß, es ist gibt einen riesen Diskurs zu künstlerischer Forschung. Ich habe selber promoviert in einem Graduiertenkolleg zu künstlerischer Forschung. Ich weiß, dass das in Deutschland sowieso auch nicht so einfach ist, aber ich glaube, gerade im Bereich von KI braucht es eine neue Anerkennung dieser Praxis als einer Form von Forschung, gerade auch in Bezug auf diese ergebnisorientierte Förderstruktur. Wenn man da eher sagen kann, es handelt sich hier um eine Form von Forschung, dann ist dieser Produktionszwang anders. Der muss nicht mehr so stark legitimiert werden. Also ich glaube, es braucht beides, das nur noch mal zur Klarstellung. Oliver, ich moderiere das jetzt einfach, Tabea, ne? Sonst sagst du was. Ja, ich habe die Frage, als Forscher, der interessiert ist, auch im künstlerischen Umfeld tätig zu sein, wo sind die Anlaufstellen? Denn neben Link habe ich bisher jetzt noch keine konkreten Anlaufstellen gesehen. Und ja, das wäre meine Frage. Ja, danke für die Frage. Das ist genau auch meine Frage und genau darum gibt es diese Studie, weil ich glaube, es braucht sehr viel mehr Anlaufstellen. Also das ist quasi eine Feststellung aus dieser Studie, wir haben mir genau das angeguckt, was gibt es für Möglichkeiten und es gibt eben nicht so viele, da bin ich total bei dir. Es bräuchte deutlich mehr. Ich glaube, es entsteht gerade auch ziemlich viel, also es gibt irgendwie neue Anläufe. Tabea, ich weiß nicht, ist dieser runde Tisch zum Beispiel, den es gibt in Bezug auf Plattformen und so, ne, den ihr auch angestoßen hat. Ich glaube, das sind alles Möglichkeiten, um auch so ein Wissen darüber zu sammeln und wiederum zu teilen. Ne? Was gibt es für unterschiedliche Anlaufstellen, wenn man Interesse hat, da zu arbeiten? Das braucht es ganz dringend. Auch weil das so völlig intransparent ist, wer gerade an dem Thema dran ist. Also wenn man nicht irgendwen kennt, der wen kennt, dann kommt man ganz oft nicht drauf. Und vor allem, wenn man spartenübergreifend interessiert ist. Und genau, wie Hilke gerade gesagt hat, sind wir dabei, so eine spartenübergreifende Plattform aufzubauen, die man ansteuern kann, wenn man Vernetzung sucht, wenn man Ressourcen sucht, Fördermöglichkeiten, Veranstaltungen, Input und so weiter. Also das war eines der ersten Arbeitsaufträge, die wir schon bei der Link-Tagung 2019 eingesammelt haben in der Diskussion mit KünstlerInnen. Und das ist aber nichts Kleines. Also ich sage mal, wir haben es mal mit einer LinkedIn-Gruppe probiert. Das ist gescheitert. Also da gibt es Interessierte, aber da passiert irgendwie nichts. Wir haben selber für Link natürlich ein Ressourcenarchiv über die Blogbeiträge und so weiter. Aber wir brauchen einfach eine allgemeine Sammelstelle auch breiter aufgestellt. Efraim, hattest du dich auch gemeldet? Sonst ist Ilja, meldet sich. Ja, genau. Also ich hatte mich auch gemeldet. Ich versuche gerade mal meine Kamera einzuschalten. Vielleicht sieht man mich jetzt auch. Ich glaube, es hat geklappt, oder? Ja, genau. Also ich wollte noch mal ein bisschen anknüpfen an dieses Thema mit, wo kriegt man Förderung für diese Verknüpfung von irgendwie so etwas, was ja so ein bisschen wissenschaftliches Thema und Kunst eigentlich betrifft. Und ich meine, klar, jetzt im Kunstkontext ist es wirklich schwierig, dann heißt es ganz oft, dann sind da die Hochschulen mit angebunden und das ist dann teilweise nicht gerne gesehen oder auch andersrum. Wenn man dann so interdisziplinär mit den Sachen arbeitet, ist es oft dann auch dann zu wenig Tanz oder zu wenig Musik und so. Also man ist so ein bisschen immer zwischen den Töpfen. Und andersrum aber, also ich arbeite in verschiedenen Hochschulen und muss dann natürlich auch Anträge schreiben und sowas. Und da hat man wieder bei der Wirtschaftsförderung, also ohne da übermaßen rumheulen zu wollen, weil man kriegt auch dann doch teilweise Sachen durch, aber es ist wahnsinnig schwer und eher nicht. Also wenn man dann eben an solche wirtschaftlichen oder wirtschaftsnahen Töpfe rantritt, dann hat man ganz oft allein schon, wenn dann künstlerische Forschung fällt oder man sich dann versucht, über eine künstlerische Methode an einer Wissensfrage also ranzuarbeiten, hat man da oft auch, also keine sonderlich guten Karten. Also von daher ist es eigentlich meines Erachtens nach tatsächlich eigentlich also Fördertöpfe, die sich tatsächlich diesem widmen sollten. Also wo man sagt, man geht über dieses
Mittel der Kunst, über die Methode der Kunst und versucht damit dann eben sich halt zum Beispiel mit Machine Learning oder es gibt ja auch ganz andere Sachen. Also ich finde jetzt auch gar nicht, dass Machine Learning so ein Alleinstellungsmerkmal verdient hat, sondern man kann ja genauso nach biometrischen Simulationen schauen oder nach, also es gibt ja sehr viele Anwendungsbereiche, die eben so mit Digitaltechnik und Kunst eigentlich neue Erkenntnisfelder bringen würden. Ja, also vielen Dank für deinen Vortrag, Hilke. Und ich möchte an einen Punkt anschließen, wo, also es geht, glaube ich, auch nicht nur sehr um diese Vernetzung, sondern auch um den Vermittlungsanspruch. Also sowohl im Kunst- als auch im Wissenschaftsbereich ist die Frage der Vermittlung einfach entscheidend, um quasi wirklich auch, ne, darzustellen, was man macht, woran man forscht und auch eine Legitimation für die Art und Weise, wie man die Projekte durchführt, zu erhalten. Und ich sehe da einfach auch ein enormes Potenzial bei dieser Wissenschaftsvermittlungs Ebene, wenn man KI und Kunst kombiniert. Wir in Tübingen haben zum Glück von der VW-Stiftung, also die Universität Tübingen hat von der VW-Stiftung ein KI-Wissenschaftskommunikationsforschungszentrum genehmigt bekommen. Da ist die Rhetorik und die Medienwissenschaft maßgeblich beteiligt. Aber man sieht, dass da einfach dieses Thema einfach interdisziplinär quasi angenommen werden muss, um alle möglichen Vorurteile abzubauen, weil letzten Endes sind einfach viel zu viele Vorurteile zu diesem Thema in unserer Gesellschaft unterwegs, um dann wirklich über fundierte Diskussionen bezüglich der KI-Forschung und Kunst und KI weiter angehen zu können. Darf ich als nächstes sprechen? Ja. Bitte. Hallo, Birk Schmidt ist mein Name vom Artis Mobilis, der Artis Mobilis Performance Gruppe. Wir sind gerade auch in den Genuss einer autonomen Förderung gekommen und produzieren aktuell ein Stück, was sich mit KI beschäftigt in der darstellenden Kunst. Und ich wollte nur noch mal den Aspekt draufbringen. Also ich wollte eigentlich bei dem Vorredner einhaken, bei dem Punkt interdisziplinär und eben zu dem Punkt aus der Studie noch mal eingehen, dass eben in der darstellenden Kunst da scheinbar am wenigsten passiert. Und also aus meiner Warte gesprochen, ich bin eigentlich Medienkünstler und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen ein Problem damit oder sehe da auch ein förderpolitisches Problem drin in sozusagen der Abgrenzung der Kunstbereiche zueinander und dass viel zu wenig spartenübergreifend interdisziplinär eben gedacht wird, gerade wenn es um die neuen Medien geht und um die Einbindung der neuen Medien und Machine Learning. Weil, also ich arbeite jetzt mit einem Team von ProgrammiererInnen zusammen und visuellen DesignerInnen und SounddesignerInnen, die jetzt alle nicht unbedingt aus dem klassischen Theater kommen für unsere aktuelle Produktion, die wir aber alle brauchen. Und das funktioniert irgendwie sehr gut, weil wir da halt so ein breites Netzwerk haben. Aber wenn wir jetzt eben dann nur in der theaterdarstellenden Kunstwelt verankert wären und das auch so fördertechnisch irgendwie so sehen würden, dann hätte das auch alles nicht funktioniert. Sondern wir haben jetzt eben auch Querfinanzierung über die Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel gemacht oder über gewisse andere Töpfe, die eben auch nicht explizit der darstellenden Kunst, für die darstellende Kunst da sind. Und genau, also wenn es um diese ganze förderpolitische Diskussion geht, würde ich einfach nochmal gerne diesen Punkt mit reinbringen, dass ich glaube, dass da auch einfach die, ja, der spartenübergreifende Punkt mit den neuen Medien vielleicht nochmal gestärkt werden müsste. Das ist auch genau das, was das BKM gemeinsam mit den Interessenvertretungen der einzelnen Berufsgruppen und so weiter gerade rausgebracht hat in ihrem Papier zum digitalen Wandel in der Kultur, dass Teams interdisziplinär sehr breit aufgestellt sein müssen, um wirklich gut zusammenzuarbeiten. Genau, da ist es. Und das ist total schlau und das sollten wir jetzt auch allen Förderern sozusagen zeigen. Ich möchte meinem Vorredner nochmal bestätigen, dass ich möchte auch mal darauf hinweisen, dass ich komme vor allem aus dem Tanzbereich, wo eigentlich schon seit Ende der 90er Jahre intensiv auch mit Sensoren und Machine Learning gearbeitet wird, dass man auch ein bisschen aus dem Theater und anderen darstellenden Künstenbereichen auch mal ein bisschen guckt, was in den anderen, sogar auch im Objekttheater, Puppenspiel, da gibt es ja auch viele Beispiele, die auch mit sehr medial intensiven Anwendungen dann auch darstellende Künste gemacht haben und Darstellungen versucht haben. Ich nehme auch nachher noch mal einen kurzen Bezug in meinem Vortrag auf diese Geschichte aus dem Tanzbereich mit KI.
Ja, vielen Dank. Nur ganz kurz vielleicht von meiner Seite. Ich glaube, dass dieses Interdisziplinäre natürlich in dem Bereich absolut wesentlich ist, beziehungsweise dieses Silo-Denken da aufgelöst werden muss. Und Steffen, korrigiere mich, aber ich glaube, die Förderlinie autonom ist auch ein Ergebnis gerade aus dieser Digitalisierungsfrage aus dem Figurentheater ausgehend bei euch beim Fonds, ne? Daher kam quasi dieser Förderimpuls, das vielleicht nur so als Ergänzung dazu. Von Konfigurationen, ne? Das war die Vorgängerförderung. Genau, also genau. Es gab einen ersten Versuch in einem Feld, wo man gemerkt hat, da gibt es vielleicht wirklich nochmal eine Spezifik, die gefördert gehört, wo es einen großen Bedarf und gleichzeitig eine Szene gab, die an vielen Punkten sozusagen noch sehr am Anfang in der Auseinandersetzung mit Digitalität stand, weil der Figur- und Objekttheater-Szene gibt es natürlich auch manchmal wirklich sehr, sehr singulär oder nur als Duos agierende Gruppen, wo es wirklich nochmal um eine Möglichkeit ging, erstmal zu sagen, hier gibt es vielleicht die Möglichkeit, über einen Zeitraum sich überhaupt dem Feld nochmal öffnen zu können, abseits sozusagen des Produktionsdrucks der regulären Produktion. Tatsächlich aber nur ganz kurz als Ergänzung in dem Zusammenhang, es ist ja immer so, diese Förderprogramme, also bei uns entstehen natürlich auch immer nicht sozusagen im Vakuum, sondern es gab natürlich auch einfach eine Gelegenheit, so ein Programm wie Autonom aufzusetzen. Und das hat einfach schlicht und ergreifend was mit der KI-Initiative der Bundesregierung zu tun, also wo man dann sagt, da gibt es mehrere Milliarden und da gibt es einen ganz kleinen Anteil, den man sozusagen abzweigen kann und in die Kultur fließen lassen. Also sozusagen so sehr, dass man sich auf die Fahnen schreiben will, dass man sagt, man hat sich das alles so ausgedacht und sagt jetzt hier, dann erobert das. Und das hat natürlich immer auch was mit einer Gelegenheit zu tun und bei größeren Umständen und Zusammenhängen. Das zeigt aber sofort das Bedarf, den Bedarf. Also das ist, glaube ich, das, was immer erkenntlich wird, dass man sagt, wir hatten zwei Förderrunden und zu Wolfram Lacastus, die sechsstelligen Fördersummen haben wir dann auch schnell erkannt. Also wir sind dann schnell auf 100.000 Euro hochgegangen, noch nicht höher, vielleicht bräuchte es auch noch viel mehr für eine Produktion. Aber natürlich sozusagen auch, es ist auch so gedacht, dass man sagt, vielleicht gibt es noch andere Töpfe, die man anknüpfen kann. Als Bundesförderer sind wir auch immer nicht dazu gedacht, eigentlich die Sachen einfach so alleine durchzufinanzieren. Aber da sieht man schon so, dass die Erkenntnisse natürlich auch so durchdringen und man natürlich durch die vielen Mediationsprozesse auch erstmal bringen muss, was angemessene Fördersummen sind in dem Bereich. Und der grundsätzliche Bedarf ist natürlich heute höher als vor 3 Jahren. Das ist ja, wenn das Thema weiter bekannt ist, weiter bearbeitet wird, dann wollen es auch natürlich und können es mehr Leute aufgreifen. Nina meldet sich die ganze Zeit tapfer. Hallo, ja. Birk hat ja schon einiges über uns erzählt, gesagt und ich wollte da gerne auch nochmal anknüpfen. Und zwar, wo ich auch noch einen Bedarf sehe oder ja auch schon mit Tabea im Gespräch war, dass wir als sächsische Performancegruppe auch sehr, sehr schlechte Fördermöglichkeit haben. Und da es eigentlich auch toll wäre, wenn es erleichternd wäre, sich vielleicht auch in anderen Bundesländern bewerben zu können. Also dass man da auch guckt, wo können Vernetzungen stattfinden, wie kann ich aber auch als Performancegruppe Gelder beantragen, ohne jetzt eine große Trägerschaft mit einer anderen Institution einzugehen. Genau, also da habe ich so die Stolpersteine und Schwierigkeiten erlebt. Und dann auch, was Hilke, du auch schon gesagt hattest, mit diesen, also ihr forscht ja nur, es geht ja da eher um Forschung, was ist denn daran jetzt darstellend, obwohl wir eine Performance und alles sehr, sehr darstellend ist, aber dass dieses, ja, diese Forschung ist gleich Vermittlung, ist gleich darstellende Kunst, dass das, also dass wir da auch noch sehr entfernt davon sind. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, Ephraim, meldest du dich? Du wärst, glaube ich, dann als Nächster dran. Ja, ich hätte noch eine ganz kleine Anmerkung zu dem Thema.
Was natürlich auch ist, wenn man Förderungen bekommt, die an eine Aufführung gebunden sind und man arbeitet so sehr technisch und entwickelt dann dafür, keine Ahnung, zum Beispiel ein Machine Learning Modell und irgendetwas, was dann aus diesem Modell raus resultiert, was man vielleicht auch live auf die Bühne bringt, dann ist ja oft dieser technische Vorlauf, um sowas dann zu realisieren, immens groß. Und was mir dann auch oft widerfährt, ist, dass man natürlich gerade in der Kulturförderung, wenn man dann so einen Antrag eingereicht hat, der ist dann an der Performance gebunden, dann kann man den natürlich nicht wieder, also es ist extrem schwer, eine Folgeförderung für dasselbe Projekt zu kriegen, wo man dann vielleicht gerne aber auch noch weiterarbeiten würde oder noch gar nicht an diesem Ziel ist, also von der technischen Seite gesehen. Die Aufführung hat zwar stattgefunden, aber man könnte noch viel mehr machen. Und das ist vielleicht auch was ich so ein bisschen hier mit in die Runde geben oder mit auf den Weg geben wollen würde, wo ich denke, es wäre auch gut, wenn man da eben dann auch vielleicht, was ja in der Wissenschaft auch üblich ist, dass man tatsächlich Folgeanträge, wenn man halt ein gewisses Projektziel erreicht hat, auch stellen kann, dass das sicherlich gerade bei so einer Arbeitsweise, die technisch so aufwendig ist, sehr viel Sinn machen würde. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Das ist ehrlicherweise einer der Gründe, weswegen ich diesen Innovationsbegriff so wahnsinnig problematisch finde, weil das eben auch immer mit dieser Forderung verbunden ist. Es muss immer die nächste Innovation sein, anstatt dass man sagt, okay, technisch habe ich jetzt hier eine stabile Basis, auf der kann ich irgendwie diverse Dinge ausprobieren, könnte Folgeanträge dazu super erstellen. Aber wenn schon Innovation auf meiner Studie draufsteht, dann schwimmt natürlich da direkt der Verdacht mit, dass das dann auch die nächste Forderung ist, auch für die darstellenden Künste, ne? Also dieser Anspruch, den es in der Wissenschaft und in der Wirtschaft eben in dem Bereich gibt, dass nur gefördert wird, was wirklich neu und innovativ ist. Wenn sich das überträgt auf künstlerische Praxis, haben wir ein Riesenproblem, weil genau das, was du sagst, eben damit ausgeschlossen wäre, weil dieser Innovationsbegriff, also aus meiner Perspektive, genau das mit sich bringt und das ist ein Problem. Danke, das ist ein super Hinweis nochmal. Aber dazu kann der Steffen ja gleich was sagen. Ich glaube, das ist mittlerweile ein bisschen aufgelöst, ne? Also dieses Aufeinanderaufbauen ist zumindest in vielen Förderprogrammen als Challenge wahrgenommen. Und da gibt es Möglichkeiten, das zu artikulieren. Das ist natürlich trotzdem bei den Gesamtsummen, die im Markt unterwegs sind an Förderungen, nicht mit großen Chancen versehen. Aber zumindest rechtlich gesehen ist es jetzt viel einfacher als noch vor 4, 5 Jahren, Projekte aufeinander aufbauend gefördert zu kriegen. Ich wollte aber nochmal ein Häkchen dran machen an das, was Nina gesagt hat, nämlich, dass es lösen sich nicht nur die Spartengrenzen auf, sondern es löst sich natürlich auch durch eben unsere neue Art zu kommunizieren, die Bundesländergrenzen auf. Und leider sind aber unsere Förderstrukturen natürlich Bundesland bezogen, größtenteils. Also jetzt vor allen Dingen, wir kommen ja aus der kulturellen Bildung, da ist es völlig extrem. Wir haben so ein bundesweites Publikum als Dozenten und Teilnehmende, aber bezahlt kriegen wir nur die nordrhein-westfälischen Landeskinder, wie das so schön heißt. Das ist auch noch eine Challenge, die wir, wenn wir jetzt darstellende Kunstproduktionen haben, dass die AkteurInnen eben nicht alle in einem Dorf sitzen und ein festes Ensemble sind, sondern die kommen aus Europa. Also der Tanz kennt das schon seit Jahrhunderten. Aber jetzt auch in den normalen darstellenden Künsten ist das in den letzten 10 Jahren und in den letzten 5 Jahren viel extremer. Meine Kollegen sind nicht aus Bochum, wenn ich persönlich als Künstler arbeite, sondern die kommen aus anderen Bundesländern und die suchen sich das jetzt nicht aus, um mit mir kooperieren zu können, ob sie jetzt in Braunschweig sitzen oder in Dortmund. Ja, ich kann an der Stelle ja vielleicht einfach mal ganz kurz, ist ja immer schwieriger, sich selbst ein Kompliment zu machen, aber sozusagen der Stiftung Niedersachsen ein Kompliment zu machen, denn so wie ich das verstehe, Tabea, habt ihr ja gerade damit begonnen, sozusagen an den Grenzen eures Auftrags zu agieren und zu sagen, die Landesgrenzen der Digitalkunst sind vielleicht nicht ganz so streng zu nehmen wie an anderer Stelle, oder? Ja und nein. Vielen Dank für das Kompliment. Das kann ich nicht in Gänze annehmen, weil es ist tatsächlich so, dass das Link-Förderprogramm unabhängig von den Landesgrenzen agiert, aber unsere in Anführungsstrichen normalen Anträge müssen schon aus Niedersachsen kommen. Das hatte ich auch
mit Nina in ein paar Telefonaten früher schon mal diskutiert und das ist genau das, was sie meinte. Ich habe ihr geraten, sie müsste einen niedersächsischen Partner gewinnen, der dann für sie den Antrag stellen kann, damit sie überhaupt bei uns antragsberechtigt ist. Also ich sehe das Problem. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es lösen werden, aber ich sehe ein, dass es bei digitalen Themen überhaupt gar keinen Sinn macht. Deswegen haben wir das ja für das Förderprogramm LINK aufgelöst, weil wir gesagt haben, hallo, wir beschäftigen uns mit KI, davon sollen hoffentlich nicht nur die Niedersachsen profitieren, sondern mindestens bundesweit und in Kooperation mit der Volkswagen Stiftung dann sogar europaweit. Genau, das ist das Richtige, aber es ist so, wie wir gegründet sind und wie, was unsere Satzung uns vorgibt, nicht auf allen Feldern möglich momentan. Sollen wir das als, ja? Gerne, ich wollte nur noch ganz kurz ergänzen, dass dieser, also mit der gestaltenden Verantwortung, um Hilke jetzt nochmal zu zitieren, wir tatsächlich beim Fonds auch gerade versuchen zu agieren, sozusagen im allgemeinen Transformationsprozess eben auch in der Ausgestaltung der Förderprogramme zu schauen, wie kommen wir eigentlich von der Förderung des Modellhaften zur modellhaften Förderung. Also um auch wieder zu sagen, wie kann man dann eigentlich wieder als Bundesförderer auch für Kommunalförderung und so weiter vielleicht auch mal so einen Impuls setzen. Und da haben wir jetzt, sind wir gerade eigentlich da, um noch die zweite Punchline zu machen, sozusagen den Förderdschungel vielleicht so ein bisschen hin zur Förderarchitektur zu definieren und zu sagen, wie können Förderungen aufeinander aufbauen. Und das ist alles noch, es ist gar nicht unbedingt nur auf eine Digitalarbeit ausgeweitet, sondern tatsächlich auf der Versuch, die ganze Vielgestaltigkeit der freien Darstellungskünste, für die wir ja tatsächlich zuständig sind, irgendwie zu umfassen. Davon ist sowieso auch nochmal viel interdisziplinär, sowieso auch mit anderen, wirklich anderen Kunstsparten außerhalb der Darstellungskunst, aber zu sagen, es gibt eine Rechercheförderung, die ist jetzt erstmal natürlich, hat einen bestimmten überschaubaren Zeitraum, aber da können sozusagen EinzelkünstlerInnen tatsächlich forschen und das ist komplett ergebnisoffen. Also geht es explizit überhaupt nicht um irgendeine Art von Produkt. Im Gegenteil, das ist sozusagen sogar gesagt, bitte macht das nicht in diesem Zeitraum, weil dann, wenn ihr da eine Produktion macht, dann sind wir in Förderhöhe, in sozusagen Honorarhöhen, die wir gar nicht befördern wollen. Und dann gibt es ein Format und Ergebnis auf eine Prozessförderung. Und in der kann man dann sagen, hier kommt jetzt ein Team zusammen und hier wird sozusagen mit dem Ziel, eine Produktion zu erarbeiten, aber dieses Ergebnis der Produktion muss nicht Teil dieses Antrags sein. Und dann gibt es eine Wiederaufnahmeförderung, die jetzt zurzeit daran anknüpft, dass man sagt, es gab schon mal ein irgendwie auch zu bewertendes, sichtbares Ergebnis. Das muss aber nicht zwangsläufig eine Premiere sein, sondern da gibt es sozusagen erstmal Dinge, die aufeinander aufbauen können. Und wenn man bei der Formaten Ergebnis auf den Prozessförderung nun einen anderen Weg einschlagen würde, dann gibt es ja trotzdem vielleicht Erkenntnisse, die gegebenenfalls in der Arbeit eines neuen Projekts sind. Also das nur einmal ganz kurz an diesem Versuch, weil Efraim Wegner das vorhin so gefragt hat, gibt es diese Modelle? Das ist etwas, woran wir arbeiten, wo wir jetzt versuchen, noch etwas zu etablieren. Und da kann ich nur sozusagen dazu ermutigen, zurzeit sind bei uns tatsächlich jetzt in wenigen Tagen sind die ersten Antragsfristen und nach wie vor ist dieses Feld von Digitalprojekten, Projekten mit KI und das würde ich sozusagen, da würde ich Hilke Berger in ihrer Anfangsthese ein bisschen stützen, die machen immer noch einen eher überschaubaren Anteil im Gesamten aus, also von knapp 4.500 geförderten Vorhaben, die wir jetzt im letzten Programm befördert haben, ist der Anteil der Digitalprojekte, der also sozusagen jetzt nicht nur des Streams einer ansonsten analog gedachten Aufführung, sondern der wirklichen Digitalvorhaben oder von künstlicher Intelligenz immer noch ein überschaubarer Rahmen. Und deswegen da nochmal die Ermutigung, das auch gerade als Ergänzung zu so einem Programm wie LINK zu sehen, wo man ja dann tatsächlich vielleicht in der Kombination auch auf entsprechende Fördersummen kommt, um das mal einigermaßen auskömmlich zu gestalten. Sehr schön. Sollen wir da mal einen Punkt setzen und zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt übergehen? Noch einmal vielen Dank an dich, Hilke. Das war ein fantastischer Aufschlag heute.
Und jetzt kommt ein sehr lebendiges Element, nämlich unser berühmtes Speed Dating. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Genau, ihr müsst mir jetzt eure erfrischten Gesichter zeigen, damit ich das glaube. Ja, doch. Doch, ich glaube es. Sieht sehr gut aus. So, fein. Jetzt freuen wir uns auf einen kurzen Marathon, nämlich 5 Projektvorstellungen, sodass wir ein bisschen das Spektrum kennenlernen, was aktuell an Projekten umgesetzt wird. Und damit würde ich das Wort an Susanne Schuster geben. Gerne, super. Also erstmal hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht. Die würde ich auch einmal direkt veröffentlichen. Die könnt ihr hoffentlich alle sehen. Mein Name ist Susanne Schuster. Ich bin Dramaturgin bei der Gruppe Out of the Box. Wir sind eine Medien- und Performance-Gruppe, haben unseren Arbeitsschwerpunkt in Niedersachsen und Hamburg und manchmal auch Berlin. Und im Kern des Teams ist neben mir auch noch der Medienkünstler Ricardo Gehn. Und wir loten seit 2017 zusammen das Spannungsverhältnis zwischen Performance, Medienkunst und Digitalkultur aus. Und das machen wir, indem wir eigene Soft- und Hardware gestalten, um spekulative Erfahrungsräume für das Publikum herzustellen und dort auch Themen der Digitalisierung zu verhandeln. Und genau. In unserer künstlerischen Auseinandersetzung mit digitalen Technologien und performativer Kunst sind uns so Erfahrungsmodi wie Kollaboration, Interaktion und Co-Kreation des Publikums sehr wichtig. Wir verknüpfen da quasi digitale Erzählweisen und Technologien mit analogen Begegnungssituationen und spielerischen Verhandlungen. Und dabei gestalten wir oder experimentieren wir auch immer noch mit unterschiedlichen Technologien, sei es Augmented Reality, 3D-Modelle, CGI, also Computer Generated Imagery, oder auch einfach das Einbinden von dokumentarischem Material, was dann über eine digitale Interface oder eine Kommunikationstool vermittelt wird. Das sind so Dinge, die uns sehr interessieren. Und wichtig ist uns dabei vor allem die Interaktion mit digitaler Software und performativen Simulationen, wo die Themen, die wir verhandeln, auch für das Publikum körperlich erfahrbar werden. Vielleicht so viel kurz als Vorstellung vorweg. Neben der künstlerischen Arbeit engagieren wir uns auch sehr viel für digitale Teilhabe in Kunst und Soziokultur, also auch in Beratungen oder in Workshops, und versuchen eben für dieses Themenfeld Digitalität und Theater auch mehr Sichtbarkeit zu schaffen und auch mehr Austausch zwischen denjenigen, die in dem Bereich bereits arbeiten. Heute soll es um die Produktion Live, eine DNA-Engine gehen, eine Produktion, die glücklicherweise sowohl von der Stiftung Niedersachsen, weil wir in Niedersachsen sind, und dem Autonomprogramm gefördert wurde und auch dem MWK Niedersachsen, dem ich auch noch kurz danken möchte an der Stelle. Um diese Produktion umzusetzen, haben wir unser Team erweitert und konnten glücklicherweise mit der Künstlerin Sarah Buser zusammenarbeiten, die mit AI und Location-Based Software als theatrale Mittel arbeitet, und dem Game Designer und Regisseur Anton Kurt Krause. Und wir haben zusammen in diesem Kernteam im Prinzip das Game Design, den Inhalt, die Recherche, die Soft- und Hardware-Produktion, das Interface-Design, die Hardware-Entwicklung und weitere Dinge entwickelt. Ich muss das einmal so kurz ausholen, um begreiflich zu machen, was für ein großes Team oder unterschiedliche Expertisen man braucht, um digitale Technologien einzusetzen. Und da waren wir sehr froh, dass wir unser Team erweitern konnten und im nächsten Schritt auch noch die 2 Performerinnen, Maria-Isabel Hagen und Stefanie Meyer, mit dabei hatten. Und in der Arbeit, die noch nicht Premiere hatte durch Corona, ging es uns darum, in erster Linie nicht KI als Werkzeug zu nutzen, wie der Titel der Veranstaltung hier ist, sondern als Phänomen zu verhandeln und vor allem zu entmystifizieren. Also wir haben das Publikum, laden wir ein in der Produktion, sich mit Funktionsweisen von KI, insbesondere von KI im Feld der Medizin auseinanderzusetzen, um besser zu verstehen, welche ethischen und gesellschaftlichen Fragestellungen damit einhergehen. Also erstmal überhaupt ein Verständnis dafür herzustellen, wie Machine Learning funktioniert, wie mit Daten umgegangen werden, eben wie quasi KI letztlich eigentlich schon entwickelt wird und sich auch auf ganz alltägliche Bereiche auswirkt. Denn unsere Wahrnehmung ist, dass so der Diskurs um KI meistens sich eher so auf die Verantwortung von KI-gesteuerten Autos bezieht, obwohl Digitalkonzerne schon lange mit KI an der Unsterblichkeit forschen. Und dieses Thema, also die Frage, wie Medizin soziales und ökonomisches Potenzial von KI verwendet,
wird eben in Live eine DNA-Engine verhandelt mit dem Publikum. Und mit Publikum heißt auch, dass das Publikum tatsächlich selbst durch eine bzw. mehrere Software von uns durch diesen Abend geleitet wird und spielerisch erprobt und gemeinsam mögliche Zukünfte erarbeitet oder auch darüber spekuliert, wie, wie KI und Gesundheitsversorgung zusammengehen kann. Und dafür, um euch einen Eindruck davon zu vermitteln, würde ich euch jetzt ein kurzes Video ablaufen lassen. Und während das läuft, im Hintergrund ein bisschen erzählen, einerseits, was der dramaturgische Rahmen der Produktion ist, aber andererseits natürlich auch zu berichten, welche Technologien wir eingesetzt haben und auch, wie unser Arbeitsprozess ist. Ohne Ton das Video, also nicht wundern. Genau, also das Ausgangsszenario, mit dem das Publikum in Live konfrontiert wird, ist, in dem eigenen Wohnort wurde die letzte Arztpraxis geschlossen. Man weiß nicht weiter, was soll man jetzt machen? Ein Thema, was bei Gesundheitsversorgung gar nicht so spekulativ in der Zukunft liegt. Und nun ist es so in unserer Situation der Aufführung, dass ein Biotech-Unternehmen ein Angebot gemacht hat, nämlich einen Automaten, der die Gesundheitsversorgung komplett übernehmen kann. Alles ist ganz einfach durch KI. Die einzige Aufgabe ist, dass die Gruppe vor Ort gemeinsam die Funktionen des Automatens aushandeln muss. Also welche Interessen können sich durchsetzen? Welche Krankheiten sollen verhandelt werden? Welche Daten ist man bereit, dann jeweils dafür zu geben? Und wie soll das Ganze funktionieren? Und letztlich, gibt es, das ist eine Unity-Version von unserem Bühnenraum. Es gibt quasi verschiedene Inseln, wie man hier sieht. Und in der performativen Simulation werden die Teilnehmenden zum Teil Teil eines kollaborativen Entwicklungslabors, die Zukunft der Medizin mitgestalten soll. Und sie teilen sich quasi auf in verschiedene Gruppen, nämlich einerseits in Beraterinnen, die quasi in verschiedenen Wissenskommissionen mit Themen auseinander sich setzen, wie KI, Medizingeschichte, Nanorobotik, Deep Learning in der Medizin, Genomediting, Datenethik, KI, Bias, also solche Themen. Und eine andere Gruppe, die zum Entwicklerinnen-Team gehört und schließlich dann sich eigene Ideen ausdenkt, um eben verschiedene Module für diesen Gesundheitsautomaten herzustellen. Und am Ende, genau, gibt es so einen Prozess, wo sie sich entscheiden müssen, ob sie diesen Automaten hochladen möchten in quasi dieses Archiv der möglichen Zukünfte. Ich springe mal ein bisschen. Dieses ganze System beinhaltet letztlich verschiedene Software, die wir entwickelt haben. Es gibt einerseits eine App auf dem Tablet von den Entwicklerinnen, wo sie Zeichnungen und Texte erstellen, darüber, wie dieses Modul, was sie erstellen, aussehen sollen. Also da fügen sie ihre eigenen Ideen ein, die sie miteinander verhandeln. Dann gibt es eine Software, die über ihren PC läuft, die Aufgabe hat, die Inhalte des Publikums für unser Archiv zu speichern und auch Inhalte sichtbar und diskutierbar zu machen. Es gibt den Health-O-Mat, den hatte man kurz gesehen in der Mitte, also ein Hardware-Produkt letztlich, was aber auch eine Software beinhaltet, die Daten aus Modulen auslesen kann und auch auf einer Lichtebene visualisieren kann. Es gibt einen MQTT-Server, der als Vermittler zwischen diesen beiden Softwaren agiert und Daten hin und her schickt. Und es gibt eben dieses Online-Archiv, was wir entwickelt haben, wo die Daten des Publikums quasi miteinander geteilt werden und wo quasi am Ende, wo wir bei jeder Aufführung die Ideen des Publikums sammeln und schließlich hochladen in ein Online-Archiv, wo diese Themen nochmal verhandelt werden können. Genau. Also das heißt, bei uns ging es in der Inszenierung weniger darum, dass wir eine KI selbst entwickeln. Das hat uns gar nicht so stark interessiert, weil wir das Gefühl haben, wir können gar nicht diese Massen an Daten, die es eigentlich braucht, in einer Aufführung generieren. Und AI hilft uns auch nicht wirklich dabei, unsere künstlerischen Ideen oder unseren dramaturgischen Rahmen zu vermitteln, weil es sehr stark auf Effizienz ausgerichtet ist. Wir arbeiten eher lieber mit dem Begriff der Algorithmen, weil algorithmische Publikumslenkungen dabei helfen können, eben auch eine dramaturgische Erzählstrategie zu entwickeln. Und uns ist vor allem auch wichtig, in diesem Projekt eher auf den Inhalt zu fokussieren
und in den Vordergrund zu rücken, dass es oft auch menschliche Daten sind, einfache Suchmasken oder die Dateneingabe, die auch viel im Internet quasi von uns mit abgelockt wird, um eigentlich eine Entwicklung von KI, von großen Konzernen überhaupt erst zu ermöglichen. Und um dieses Menschliche daran, was dahinter steht, zu betonen, war es uns ein Anliegen, Datenverarbeitung sichtbar zu machen und KI zu entmystifizieren und aber auch die Eingaben des Publikums ernst zu nehmen. Also quasi die Ideen, die entwickelt werden, sollen eben sichtbar bleiben in einem dynamischen Archiv und so, dass man auch im Nachhinein beobachten kann, was haben andere Gruppen entwickelt, welche Fragestellungen hatten andere, welche Daten waren andere bereit zu geben. Und deswegen würde ich zum Schluss noch einen kurzen Trailer zeigen von dem, das habe ich noch vergessen zu sagen, Prototyping ist ganz wichtig, um Technologien zu entwickeln. Fangen wir meistens mit Pen and Paper Prototypen an, also wo man, bevor man überhaupt erst irgendwas Technisches programmiert, erstmal mit Stift und Papier alles ausprobiert, vor allem die Interaktions- und Kommunikationsfragen. Und aber jetzt trotzdem zum Schluss einmal noch kurz einen Einblick in den Trailer. Also das nur als schon mal als Einblick oder als Einladung. Das Projekt wird gerade erst noch fertig entwickelt. Das war eine ziemliche Corona-Produktion. Wir haben 3 Monate nur per Zoom gearbeitet. Und das dezentral zu arbeiten ist gar nicht so leicht gewesen, gerade wenn man zusammen Dinge programmiert. Jetzt hoffen wir im Herbst endlich die Premiere feiern zu können. Insofern noch schnell als Werbeblock herzliche Einladung an alle in Hamburg, München, Braunschweig oder Berlin. Und ich freue mich auf eure Fragen und gerne auch gleich noch auf die weitere Diskussion, inwiefern KI als Werkzeug, als dramaturgisches Mittel fungieren kann. Das beschäftigt uns auf jeden Fall auch sehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Susanne. Genau, es gibt Applaus. Völlig angemessen. Gibt es Fragen direkt an Susanne? Sonst habe ich direkt eine. Und zwar, ihr habt ja in eurem Team Programmierer und Leute aus anderen Fachbereichen. Man merkt aber in dem, wie du sprichst, dass du dich da selber schon so ein bisschen reingefuchst hast. Also du könntest wahrscheinlich deren Aufgaben nicht machen, aber du scheinst das ganz gut erklären zu können. Also sprich, das, was Silke am Anfang angestoßen hat, dass man selber nicht die Programmiersprache fließend sprechen können muss, aber man sollte sich mit den ProgrammiererInnen unterhalten können. Würdest du sagen, dass das so stimmt? War das wichtig für eure gemeinsame Arbeit? Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr wichtig. Also ich glaube auch, dass nicht alle programmieren lernen müssen, aber ich glaube, dass Künstlerinnen und Kulturschaffende auf gewisse Art in unserer digitalisierten Gesellschaft verstehen müssen, wie bestimmte Dinge funktionieren, um da auch einen Mehrwert draus zu nehmen oder auch diese Themen zu verhandeln und aber auch um zu wissen, was sie am Ende umsetzen möchten. Also wir geben sehr viele Workshops auch und meistens hat man so eine grobe Vorstellung, welche Software am Ende da sein soll und hat aber noch nie recherchiert, was es da alles schon gibt. Und da ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, wie bestimmte Abläufe oder Kommunikationsformen funktionieren und andererseits aber auch eben bestimmte Denkprozesse zu gehen, die man auch noch ganz analog gehen kann, bevor man vielleicht auch etwas in die Entwicklung weitergibt. Ich muss aber tatsächlich noch ergänzen, dass unser Team nur aus Künstlerinnen besteht, die auch selbst programmieren. Also es sind alles, ich bin tatsächlich diejenige, die nicht programmieren kann. Die anderen drei kommen alle ursprünglich aus dem künstlerischen Bereich, aus dem Theaterbereich und haben sich selbst Programmieren beigebracht, sich über Jahre weiterentwickelt. Und natürlich sind es unterschiedliche Expertisen, die jetzt zusammenkommen. Aber es ist auf jeden Fall, soll auch ein Appell an alle sein, die jetzt erst angefangen haben, sich damit auseinanderzusetzen,
auseinanderzusetzen. Es ist möglich, die Jahre gehen schneller rum, als man denkt. Und am Ende kann man mehr mal leisten oder mehr erreichen, wenn man versteht, wie es funktioniert, weil man erst dann wissen kann, wie auch die künstlerische Ebene sein soll. Also erst wenn man eine bestimmte Programmierkenntnis hat, versteht man, wie digitale Technologien einem auch weiterhelfen kann, um bestimmte Publikumsweisen oder auch andere künstlerische Arbeiten umzusetzen. Erstmal wollte ich sagen, dass ich finde deine Arbeiten wirklich auch toll gestaltet. Auch der Raum ist sehr wichtig und das ist mir auch sehr nahe, dass das Theater natürlich über die Räumlichkeit, die Körperlichkeit arbeitet. Jetzt, du hast auch erzählt, dass es auch zwei Schauspieler oder mehrere Schauspieler gibt. Wie integriert ihr dann wirklich den Menschen oder den Actor quasi in euer Spiel, in euren Raum? Also es sind zwei Performerinnen und die haben tatsächlich eher eine Funktion oder drei. Ricardo übernimmt auch immer mal eine Performance mit. Die sind eher wie Moderatorinnen. Also sie begleiten das Publikum, sie stellen aber keine Figur dar. Sie sind sie selber, sie treten als sie selbst auf und begleiten das Publikum eher durch die Erfahrung, die sie dort gemeinsam machen sollen. Also ich hatte vorhin schon in der Breakout-Session eine Unterhaltung, inwiefern Schauspielerinnen obsolet werden oder nicht. Also bei uns ist es einfach ein sehr installativer Ansatz, wo es uns wichtig ist, das Publikum eben dazu einzuladen, eigene Inhalte oder eigene Ideen auch einzubringen. Und die Performerin kam tatsächlich erst relativ spät im Prozess dazu, als der Game-Mechanismus schon feststand und als wir, als klar wurde oder als wir uns gefragt haben, wie kann man mit ihnen zusammen eben diesen Raum, den wir geschaffen haben, vermitteln an das Publikum. Tatsächlich war das mitten in der Corona-Zeit so, dass wir bisher fast nur Zoom-Proben hatten und dann noch das auf der Bühne zu verhandeln, ist für uns sehr wichtig, dass man sowohl die Technologien hat, aber auch den physischen Raum als Gemeinschaft und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die noch besteht. Ilja, willst du gleich weitermachen? Ja, gerne. Also vielen Dank, Susanne. Finde ich auch sehr spannend. Ich habe eine Frage zu der Anknüpfung an wissenschaftliche oder Forschung im Bereich KI. Habt ihr da auch Austausch oder seid ihr quasi abgekapselt als Künstlerin oder habt ihr auch sozusagen den Austausch mit Forschungseinrichtungen und so weiter gesucht, weil es vorhin ja auch im Vortrag erwähnt wurde? Oder wie arbeitet ihr da als Team zusammen? Also wir haben mit einigen Wissenschaftlerinnen zu diesem Thema gesprochen, weil wir ja auch dokumentarisches Material einbinden und da aber eher konkret zum Thema Gesundheitsvorsorge und KI. Da sind wir tatsächlich nicht mit anderen Forschungsinstituten verbändelt. Wir haben einen guten Draht zu dem Studiengang Spiel und Objekt an der Ernst Busch, der von Friedrich Kirchner geleitet wird, weil die auch einen Ansatz verfolgen, der sehr praxisorientiert ist, also wo auch die Studierenden sowohl Programmierkenntnisse als auch eben aus dem Theater oder aus der bildenden Kunst Inhalte vermittelt bekommen. Und mit denen haben wir viel zu tun und tauschen uns viel aus. Aber jetzt so für unsere Arbeit in dem Prozess hat das keine Rolle gespielt. Fein, dann glaube ich, kommen wir auch schon zum nächsten Projekt. Ich hätte auch noch eine kurze Frage. Tabea, darf ich? Nur ganz kurz, ich habe eine Frage, weil Jamilski gerade gefragt hat, uns auch eine Frage, die ich an seine Arbeiten in Tübingen und Co. hatte. Also Vermittlung ist bei euch ein großes Thema, hat man jetzt die ganze Zeit rausgehört. Und wenn ich jetzt mal, ich gehe jetzt einfach mal so in den Bereich der Vorurteile, intergenerationelles Publikum, gibt es da Zielgruppen, gibt es da Gruppen, die eher anspringen? Gibt es da die das als eine besondere Hürde sehen oder als ein schwierigeres Programm? Wie ist das? Und ist das auch vielleicht auch noch in unterschiedlichen Orten? Ich habe gerade mal aufgelistet, von Hildesheim über Hamburg bis München, spielt ja einmal so die Republik. Gibt es auch noch Beobachtungen? Ja, tatsächlich ist das sehr, sehr schwierig, weil es natürlich da Hürden gibt, auch im Umgang mit den Technologien. Wir haben jetzt ja arbeiten viel mit Tablets, wir haben jetzt auch eine Arbeit mit AR gemacht. Und wenn wir da älteres Publikum haben, ist das der Umgang mit der Technologie rückt manchmal so stark ins Bewusstsein, dass die Themen nach hinten fallen, was schade ist. Gleichzeitig
hängt es ein bisschen davon ab, genau wie die Themen überhaupt sind oder mit welchen Kooperationspartnerinnen wir zusammenarbeiten. Jetzt, das Projekt hatte leider ja noch nicht Premiere, dadurch haben wir da noch keine Erfahrungswerte. Aber wir hatten vor ein paar Jahren eine Arbeit gemacht, wo es um Ost- und Westdeutschland ging, wo wir verschiedene Stimmen von Publikum auch gesammelt haben. Also das ist so unser Zugang, dass wir auch Interviewpartnerinnen dann auch einladen und über deren Netzwerke versuchen, sie auch dahin zu bekommen. Und das war eine sehr tolle Erfahrung, weil diese Themen auch ein älteres Publikum sehr interessiert haben und der Umgang aber mit digitalen Tools und dann auch noch im ländlichen Raum für viele ungewohnt, aber eher erfrischend war. Und daraus sind eigentlich gute Synergien entstanden, dass man eben einerseits ein jüngeres Publikum vielleicht durch eine Digitalaffinität heranführt an bestimmte Themen und ein älteres Publikum vielleicht durch die Themen einlädt und die dann aber neue digitale Umsetzungen kennenlernen. Also wir begleiten es dann meistens ziemlich intensiv, um zu zeigen, wie es funktioniert. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass wir auch andere, also oder wir befragen uns auch, wie wir noch mehr Barrieren abbauen können, auch für Menschen vielleicht mit motorischen Einschränkungen oder mit anderen genau, Beeinträchtigungen, weil natürlich so eine auf Sehen ausgerichtete Technologie ja viele Barrieren bereithält. Wunderbar, vielen Dank. Gerne. Dann kommen wir direkt zu Martin Grünheit. Martin, gesellst du dich mit deiner Kamera zu uns? Da bist du. Fein, dann du bist noch, genau. Ich muss mich nur unmuten, jetzt. Genau. Sehr gut, dann hast du gleich die Klassiker. Bühne. Okay, ich würde auch mal meinen Bildschirm hier teilen. Kleinen Moment, jetzt muss ich den richtigen finden. Warum kann ich den jetzt nicht teilen? Genau, also ich sage mal so lange, wer ich bin. Martin Grünheit, und zwar habe ich Cooper Theater Cooper mitgegründet und bin hier als quasi Projektleiter oder Konzeptionist vom Projekt Regie KI, was ein Projekt ist, was innerhalb einer größeren einem längeren Projekt stattgefunden hat. Also ich fange mal vorne an, und zwar habe ich über jetzt fast 2,5 Jahre hat das Projekt insgesamt gedauert, von Antragsstellung, Konzept und so weiter bis zur Durchführung. Und zwar im Düsseldorfer Schauspielhaus haben wir eine digitale BürgerInnenbühne ins Leben gerufen, in der verschiedene Formate stattgefunden haben, von Online-Schreibworkshops, die dann in digitalen in Unity gebauten Ausstellungshallen präsentiert wurden, oder auch Social-Media-Interventionen, die wir versucht haben, aber eben auch ein Bühnenstück, wo wir eben uns mit KI befasst haben, um das ganze Spektrum von der Digitalität abzubilden und nicht zu wenig zu machen, weil wir Förderung bekommen haben, und deswegen haben wir uns ganz viel vorgenommen für dieses Jahr und hatten, das Ganze war angesiedelt eigentlich auch in der Kulturvermittlung, Kunst- und Kulturvermittlung, und haben versucht, sozusagen nicht professionelle Menschen aus der Stadtgesellschaft, also die nicht vom Theater sind, also Menschen aus der Stadtgesellschaft zu involvieren, junge Menschen aus der Stadtgesellschaft zu involvieren, aber dann auch schnell gemerkt, dass es eben, weil es gerade die Frage auch gab, auch Interesse gibt, gab von älteren Menschen zum Beispiel, die damit auch eine kritische Perspektive kamen, die vielleicht bei den Jungen in der Nutzung schon gar nicht mehr da ist. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt, und jetzt will ich ein bisschen tiefer eintauchen in dieses Regie-KI-Projekt. Hier seht ihr, wir haben einen GitHub davon auch, regie-ki.github.io, wo das Ganze mehr oder weniger, gut, also doch eigentlich ziemlich genau sogar dokumentiert ist, was wir da gemacht haben. Also wir haben versucht, eine KI zu entwickeln, die Regie führt. Das war jetzt erstmal so eine dahin flapsige Formulierung, und dachten, ach, das ist irgendwie interessant, wenn wir dieses Theater ja auch oft mit verschiedenen Machtkonstellationen verbundenes Position der Regie mal an eine Maschine geben und so vielleicht auch noch ein starkes Auseinandersetzungspotenzial zwischen, oder vor allem das Verhältnis von Mensch und Maschine in den Vordergrund stellen. Was haben wir da gemacht? Wir haben eine KI tatsächlich entwickelt auf Grundlage von eigenen Daten, die wir entwickelt haben, die wir produziert haben. Also wir haben nicht auf vorgefertigte
nicht auf vorgefertigte, bereits trainierte Modelle zurückgegriffen, sondern haben als erstes uns erstmal mit den Daten auseinandergesetzt und haben überlegt, okay, wie, weil das ja maßgeblich das Modell sozusagen beeinflusst und die KI als solche auch als Wesen ja erstmal erschafft. Wir sind auch ein Team von 3 ProgrammiererInnen, Helen Ühlers, das waren Meredith Thomas und Gilbert Zinnert, alle aus Berlin bei einem Creative Coding Stammtisch kennengelernt durch Zufall, nachdem ich viel auch auf dem CCC war und versucht habe, Leute für das Projekt zu gewinnen. Und so ist es dann irgendwie passiert. Und mit einem Dramaturgen, der sich auch als Kybernetiker versteht, Michael Sträubig, zusammengearbeitet und haben dann überlegt, okay, wenn es jetzt eine KI geht, KI sind Optimierungsmaschinen, was können wir denn, also ist Regie irgendwie auch eine Optimierungsmaschine, Theater noch besser zu machen oder die Aufführung noch besser zu machen, aber genau, was kann es denn irgendwie, oder die SchauspielerInnen besser zu machen, was bedeutet das, wie geht das? Und so haben wir uns mit verschiedenen Theorien auch auseinandergesetzt und hatten auch, es gibt von Gordon Past beispielsweise Cybernetic Theater, die Idee davon, hat uns damit dann irgendwie davon inspirieren lassen. Und genau, was können wir also für einen Raum schaffen, der sozusagen von SchauspielerInnen und einer Maschine lebt, und hatten ganz wilde Ideen, dass wir die ZuschauerInnen mit einbeziehen und deren Gesicht analysieren, also Face-Tracking betreiben und da versuchen zu interpretieren, wie die drauf sind, und daraus sozusagen das als Grundlage zu nehmen, dass die KI eine neue Regieanweisung rausgibt. Das ging dann alles über Corona nicht, weil wegen Datenschutzgründen, weil man dann zurückverfolgen könnte und Gesichtsausnahmen personalisiert, also das darf man nicht alles nicht, was auch gut ist, also was jetzt auch nicht auch wichtig ist. Also Datenschutz war eh im Projekt ein sehr großes Thema. Und wir haben dann also, weil uns auch Corona dazwischen kam, gedacht, okay, eigentlich wollten wir die Daten quasi auf der Bühne immer wieder in den Proben produzieren und haben das nicht machen können und haben dann ein sogenanntes PDAC entwickelt, ein Former Data Acquisition Kit, wo wir sozusagen eine Art Smartphone selber gebaut haben. Man kann es hier auch nochmal sehen. Das ist der Code dafür. Moment, jetzt Frontend, Backend. Moment. Ich habe gerade kurz Überblick verloren. Das ist der Bauplan, also der Shape sozusagen, ein Gehäuse aus Plexiglas, wo dann hier in der Mitte ein Display ist. Hier ist ein kleiner Lautsprecher drin. Obendrauf sitzt dann noch ein Mikrofon, und es ist eine Linse eingebaut, die das Ganze quasi das Gesicht dann filmen kann. Wo habe ich denn jetzt die Fotos hin? Das war jetzt klar. Genau, die kann ich gleich später nochmal nachreichen. Hatten dann also eine Art Smartphone gebaut, was alles kann, was ein Smartphone auch kann. Nur, dass es das ein bisschen besser kann, weil die Linsen für Dunkelheit zum Beispiel auch besser sind und ein bisschen breiteres Spektrum abfilmen, und haben dann dieses Gerät den PerformerInnen mit nach Hause gegeben haben das dann, mit Anweisungen, also ich hatte eine Software, eine API, wo ich zu Hause Übungen zusammenstellen konnte, die PerformerInnen dann auf ihrem PDAC geladen bekommen haben und dann quasi zu Hause remote machen konnten. Und so sind wir an die Trainingsdaten gekommen. Und zwar haben wir gesagt, dass wir 7 Emotionen haben wollen, 7 Hauptemotionen, die auch basierend auf einer Theorie basieren. Die man ablesen kann im Gesicht. Und weil es im Theater ja auch um Emotionen geht, haben wir gesagt, okay, vielleicht geht es dann darum, wie performen wir erstmal Emotionen. Und das wollen wir erstmal der Maschine beibringen, weil die ja eben mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet und ja nur Vorhersagen trifft. Und genau, wollten dann eben die Regie in die Lage
versetzen, erstmal Emotionen zu erkennen. Und die dann auch entsprechend, haben die dann auch entsprechend gelabelt. Und die Personen haben dann immer jeden Tag ihre Übungen zu Hause gemacht und das dann in die Cloud geschickt und dort kamen die dann gelabelt an und so haben wir der Maschine beigebracht, was sind die Emotionen. Und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, da ist eine, also die Performerin hatten auch ein Mi-Band an dem Arm, so ein Tracker, Fitness-Tracker, weil wir dachten, vielleicht kann man an der Herzrate auch die Engagiertheit der PerformerInnen irgendwie mitmessen. Das hat sich dann als gar nicht verlässlich herausgestellt und also hat überhaupt keinen signifikanten Effekt gehabt. Deswegen war das jetzt für uns dann gar nicht mehr wichtig, sondern eher die Gesichtserkennung und die Körpererkennung, also welche Körperhaltung passiert da. Und genau, entsprechend haben wir uns dann ein großes Modell an Daten gehabt, was wir dann trainiert haben und was wir der KI gegeben haben. Und im nächsten Schritt sind wir auf die Bühne gegangen und haben dann, die man hier auch sieht im Hintergrund bei mir, und haben dann die PerformerInnen mit, haben gesehen, wie die PerformerInnen live auf der Bühne sich dann sozusagen mit der KI auseinandersetzen und die KI gibt dann entsprechend Wahrscheinlichkeiten aus, das bin ich schon, das ist mir jetzt schon abgelaufen, gibt dann entsprechend Wahrscheinlichkeiten aus, wie gut oder schlecht die Person gespielt hat, im Zusammenhang nicht mit irgendwie, was ist ein objektiv okayer Ausdruck von Theater, sondern basierend auf den PerformerInnen-Daten und ihren Trainingsdaten. Also da hast du so und so performt, dass es als so jetzt liegst du gerade zu 70% drunter oder drüber und das war dann der Anreiz, sich sozusagen mit dieser KI auseinandersetzen und nochmal anders zu performen oder auch die KI zu kritisieren, hey, ich performe noch gerade viel besser, es fühlt sich viel besser an, also dann in eine Auseinandersetzung mit der Maschine zu geraten. Und das war im Prinzip das Stück, was wir so nie aufführen konnten wegen Corona. Es gibt dann aber auch noch eine Dokumentation darüber, was den Prozess dokumentiert. Und jetzt will ich noch sagen, wir werden am 27.11. ein Symposium machen dazu, wo man auch nochmal mehr darüber erfahren kann, in Düsseldorf am Schauspielhaus. Ich glaube, ich habe das vorhin versehentlich in den Chat geschickt an alle, was ich eigentlich nur in diesem Breakout-Session schicken wollte. Aber falls euch das dann also interessiert, oder genau, könnt ihr noch weiter fragen. Ich habe gemerkt, dass ich hier viel zu viel vorhatte zu erzählen in 10 Minuten. Aber vielleicht, genau, gibt es Nachfragen? Ich hoffe, dass ich das jetzt ein bisschen zumindest klar machen konnte, was wir da vorhatten. Bestimmt, oder auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind alle hochgradig fasziniert und wollen bestimmt über die Nachfragen noch ganz viel mehr wissen und uns die Doku dazu anschauen. Willst du deinen Bildschirm teilen beenden? Dann können wir auch Fragenden sehen. Genau, ja, ich dachte es mir doch, da gibt es nämlich schon Meldungen. Ilja. Ja, vielen Dank, Martin. Ich hatte auch, glaube ich, vor einem halben Jahr mal mit Michael ein sehr spannendes Zoom-Gespräch gehabt über das Projekt und war auch sehr fasziniert. Ich habe es leider nicht geschafft, mir das anzuschauen. Und ich habe ganz viele Fragen, also sowohl technischer als auch normativer Natur. Was heißt, eine Performance besser zu machen? Was heißt Emotionen für dich? Aber ich vor allem interessiert mich die Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus Düsseldorf, weil das ja auch für das Schauspielhaus Düsseldorf wahrscheinlich eine der ersten Produktionen war mit so viel digitalen Technologien. Was hat da funktioniert, was hat da nicht funktioniert? Würdest du sowas nochmal machen mit so einem großen oder mit so einer großen Institution oder lieber dann doch ausweichen auf die freien Festspielhäuser? Ja, also prinzipiell, ich antworte jetzt auf die letzte Frage zuerst, also prinzipiell ist es natürlich toll, diese ganze Infrastruktur, die Menschen, die TechnikerInnen, die dahinter stehen, damit überhaupt, also diesen Aufwand so betreiben zu können. Also ganz ursprünglich hatten wir das auch als ein Forschungsprojekt, weil das vorhin auch thematisiert wurde in den Gesprächsrunden, als ein Forschungsprojekt angesiedelt, ganz unten im Keller in der kleinen Bühne. Dann kam Corona, dann war das überhaupt nicht möglich, da diese kleine, ganz kleine Bühne unterm Haus zu bespielen. Dann sind wir ins kleine Haus gerutscht, was man hier auch sieht, dann einen großen Aufbau mit sich gezogen hat. Und damit kamen dann auch die ganzen, sag ich mal, Verpflichtungen und die Aufführungskonventionen, die im Theater dann eben da sind. Und das Ganze hat das Ganze Projekt, sag ich mal, erstmal vergrößert,
war für alle eine tolle Challenge dann, glaube ich, auch, und hat auch alle nochmal so, oh wow, wir kriegen diese Bühne, die ist riesig, mit einer Sache, die wir noch nie im Theater gemacht haben und die es so irgendwie, also unseres Wissens auch so noch nicht gab. Und dann hatten wir erstmal alle, glaube ich, sehr viel Elan, das auch zu machen. Und ich glaube dann aber in den Abläufen selbst sozusagen, also wir hatten diesen Komfort, der Corona, es wurde nicht gespielt, wir konnten sehr viel in der Bühne sein, im Originalraum, und sind auch sehr weit gekommen. Und haben es geschafft, in Echtzeit eine KI laufen zu haben, die einen Wert gibt zwischen 0 und 1, der eben wo näher an 1 besser heißt und 0 eben schlechter heißt an Wahrscheinlichkeit. Und dieses besser und schlechter dann auch entsprechend eben, genau, nicht, wie gesagt, nicht objektiv, ne? Also irgendjemand spielt ja so oder so oder so, sondern basierend auf den Trainingsdaten, die die PerformerInnen da quasi produziert hatten. Also ja, genau, so quasi einen persönlichen Assistant eigentlich kreiert. Und das, genau, also sozusagen zu der Frage, also ja, ich würde es nochmal mit so einem Schauspielhaus machen. Ich würde es aber mit einer Institution machen, die sozusagen, und das wäre das Schauspiel jetzt auch, die diese Erfahrung hat, was das bedeutet, weil es für alle, glaube ich, total neu und aufregend auch war und natürlich auch konfliktbeladen mit welchen Zeitabläufen und so weiter. Aber ich fand das schon eigentlich eine tolle Herausforderung fürs Theater auch, und eigentlich noch sind wir noch nicht an irgendeinem Ende angelangt sozusagen, sondern eigentlich das Vorhaben noch, also mit den ganzen Dingen, die wir während Corona sowieso nicht machen konnten, auch, dass wir sozusagen PerformerInnen auf der Bühne, also dass wir der KI auch beibringen, dass sie ein Auge sozusagen hat für gewisse Konstellationen auf der Bühne. Ja? Dass sie, dass, da gibt es ja diese sogenannte Gesetzmäßigkeit im Theater, gibt, existiert die, kann man die in Daten wiedersehen, ah, da ist es aufregend, diese ganzen ZuschauerInnen zu involvieren und die KI eigentlich noch sehr viel stärker als Mittlerin und Gestalterin zwischen dem Zuschauerraum und der Bühne zu installieren sozusagen. Das haben wir gar nicht so in dem Sinne realisieren können sozusagen, was eigentlich noch eine Sache wäre, die da noch weiter dran zu forschen wäre so, oder zu entwickeln wäre. Genau, habe ich das jetzt alles beantwortet? Weiß ich gar nicht. Ja. Vielen Dank, ja. Martin, ich würde dir erstmal ein ganz tolles Kompliment machen, in der Art und Weise, wie ihr das Projekt dokumentiert habt, weil das ist nämlich das extrem Schwierige in solchen komplexen Projekten, dass ihr nicht nur das Produkt, also das Video einfach auf eine Website stellt und sagt, okay, da ist viel Code dahinter, sondern dass ihr wirklich auch die GitHub-Dokumentation mit Grafiken und mit Erläuterungen, wie das gebaut worden ist, finde ich ganz toll. Also sowas ist ganz, ganz wichtig, auch die Entwicklung einer Szene, dass man so einen Austausch hat und dann kommt man ins Gespräch über spezifische Punkte, weil diese Grauzone zwischen Informatik und zwischen Kunstanwendung auf der Bühne ist extrem schwierig auch sozusagen zu beackern. Und da habt ihr echt eine tolle Arbeit gemacht mit dieser GitHub-Dokumentation. Cool, danke. Danke. Also es war uns auch total wichtig, dass dieses Open Source, und das hatte ich vorhin in einem Breakout-Session auch und hatte, glaube ich, Susanne jetzt, weiß ich, auch noch nicht, angesprochen, sozusagen dieses Wissen, was da über Programmierung zirkuliert, was geht, was kann ich damit überhaupt anfangen? Das war für mich ja auch jetzt erstmal ein total großer Prozess sozusagen, zu wissen, was kann ich eigentlich in dieser Zeit, was können wir da leisten, was ist möglich? Und es ist natürlich immer erstmal alles möglich und erstmal ist dann aber auch alles immer sehr kompliziert sozusagen. Und dass dieses Wissen zirkuliert, ist einfach total, also das habe ich die ProgrammiererInnen, die ich jetzt kennengelernt habe, wirklich gelernt oder auch erfahren, dass das irgendwie das A und O ist, dass dieser Wissensaustausch stattfindet. So entsprechend ja auch neue Dinge entstehen können. Also jetzt könnten Leute kommen, basierend auf dem, was wir gemacht haben, da aufsetzen und was Neues damit machen oder was anderes. Und das ist eigentlich total wichtig. Und ich habe selber jetzt auch angefangen zu programmieren, dadurch sozusagen, wenn mich das so interessiert hat. Und insofern total wichtiger Moment bei den Projekten, das Open Source zu machen. Kostet aber auch Geld. Ne? Also ist auch wieder Arbeit, sitzen auch wieder Leute dran, die man dann so. Ja, aber das geht halt über die eigene Arbeit hinaus und das ist extrem wichtig in dem Bereich. Ne? Ja. Ja. Absolut. Vielen Dank, Martin. Wir würden dann direkt zum nächsten Projekt kommen, auch wenn man, glaube ich, stundenlang über jedes Einzelne sprechen könnte. Und ich würde mal Gloria Höckner zu uns bitten. Hallo. Da ist sie. Und du kannst gerne direkt loslegen. Okay, dann beginne ich mal mit
dem Teil meines Bildschirms. So, genau, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung und auch diese wirklich spannenden Beiträge, die bisher da waren. Genau, mein Name ist Gloria Höckner und ich bin freischaffende Choreografin und Performerin und arbeite also mit dem Körper, Bewegung und Tanz, aber auch mit Technologien und nichtmenschlichen Akteuren, wie aktuell in meinem Projekt Sentimental Bits, über das ich heute sprechen werde, auch mit einem KI-gesteuerten Sexroboter. Sentimental Bits ist, hat das Rechercheprojekt gestartet und wird jetzt aktuell gerade im Rahmen der Residency Tanzhoch 3 bei K3 Zentrum für Choreografie in Hamburg bei Kampnagel entwickelt. Das heißt, ich erzähle noch gar nicht über ein fertiges Stück, sondern über ein Stück, das erstmal auf eine Recherche aufbaut und einen sehr langen Prozess. Und genau, es wird dann im April auch noch in Berlin im Ballast Ost gezeigt. Falls ihr da seid, kommt gern vorbei. In Sentimental Bits befasse ich mich mit dem Verhältnis von Technologie und Körper und der Frage, was für Auswirkungen die Computerisierung von menschlichen Emotionen auf unsere Wahrnehmung von dem Körper und dem Menschen hat, was für teils biologistische Theoriemodelle Emotionserkennung zugrunde liegen und wie wir Selbstbestimmung über unseren Körper und unsere Emotionen und unsere Daten im Angesicht zunehmender Überwachungstechnologie erlangen können. Konkreter befasse ich mich mit künstlicher Emotionsintelligenz und dem Bereich des Affective Computing. Emotions-KI nutzt verschiedene Sensoren, um den emotionalen Zustand eines Menschen aus körperlichen Quellen wie Mimik, Körperhaltung, Sprachmustern etc. zu erkennen und zu kategorisieren. Ja, wo wird das eigentlich eingesetzt? So Emotions-KI wird eingesetzt, um Werbung zu individualisieren, für Überwachungszwecke, Predictive Policing, bei Jobinterviews oder auch bei Grenzkontrollen. Diese Anwendungen folgen dem Glauben, dass das Gesicht den Schlüssel zur Wahrheit enthält und unausgesprochene Gedanken offenbart. Bei Flughafenkontrollen zum Beispiel übernimmt die automatische Mimikerkennung eine vorausschauende Funktion, indem sie behauptet, Signale für künftige Absichten zu erkennen. Und beispielsweise in dem von der EU finanzierten Grenzkontrollsystem, dem iBorder CTRL-Projekt, wird Emotions-KI als Lügendetektor-Test in Form eines Avatars genutzt, was wissenschaftlich sehr stark in Frage gestellt wird. Als Beginn unserer Recherche haben Pedro González und ich ein Video gemacht, das ich euch gerne kurz zeigen möchte. Ich hoffe, dass es geklappt hat mit dem Ton. Wenn nicht, dann sagt bitte kurz Bescheid, falls ihr nichts hört. Anybody who's familiar with machine learning, we all know that machine learning and deep learning in particular is very, very data hungry. At Affectiva, we have built the world's largest emotion data repository. We have collected data from over 7.6 million faces in 87 countries around the world, which is about 5 billion facial frames that we're able to use to train and validate our algorithms. What if you're wristwatch tracked your mood, or your car sensed that you're tired. Awesome. Sorry. Willst du noch mal kurz das Bildschirmteilen beenden und dann noch mal starten? Ach so, seht ihr gerade nichts? Nee, wir sehen nichts mehr. Ach, okay. Gut zu wissen. Dann mache ich das noch mal. Sorry. Bei mir ist es weitergelaufen. Interessant. Wir probieren es einfach noch mal. Okay, ich glaube, ich würde dieses Video jetzt aber nicht nochmal spielen, weil ich denke mal, dass ich schon ein bisschen über der Zeit liege. Genau,
Ich würde jetzt mal weitergehen dazu, ein bisschen über Affective Computing zu sprechen. Die meisten Emotionserkennungssoftwares gehen auf das Basis-Emotionsmodell von Paul Ekman zurück, der mittels Facial Action Coding System folgende Emotionen bestimmten Gesichtsausdrücken zuordnet, und zwar Freude, Wut, Ekel, Furcht, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung. Auf dem Bild, auf der Folie seht ihr von der Firma Affectiva, die gerade in dem Video vorgekommen ist, wie diese Emotionen dargestellt werden, über die dann genau die KI lernt, diese Ausdrücke wiederzuerkennen. Eingesetzt als maschinelle Unterstützung in Situationen, in denen ein Mensch nicht in der Lage ist, kleinste Veränderungen im Gesichtsausdruck zu registrieren, wie zum Beispiel in einem überfüllten Raum oder einer Multitasking-Situation wie einem Vorstellungsgespräch, verspricht Automatisierung der Emotionserkennung eine Erkennung durch eine Kombination aus Computer Vision und maschinellem Lernen. Das heißt, man kann im Prinzip ganz normale Kameras dazu benutzen, also braucht keine neuen Devices dafür. Nur kurz zu diesem Facial Action Coding System. Das ist sozusagen eine Kodifizierung des menschlichen Gesichtes, bei dem jeder Bewegung im Gesicht eine Bewegungseinheit, die dann Action Unit genannt wird, zugeordnet wird. Und darüber kommt man eben dazu, dass jeder Gesichtsauszug quasi kodierbar ist. FACS ist allerdings nicht das einzige System, das eine universelle Kategorisierung von Emotionen vorschlägt. Ähnliche Theorien, die auf der Hypothese aufbauen, dass Gesichtsausdrücke unabhängig von der Spezies oder gar der Kultur Emotionen darstellen, schließen an die seit langem umstrittenen Pseudowissenschaften der Physiognomie an, die einen Zusammenhang zwischen dem Aussehen eines Menschen und seinem Charakter versuchten nachzuweisen. Ein kleiner Exkurs in die Physiognomie, die Pseudowissenschaft, die dem Ganzen zugrunde liegt, die bereits auf die Antike oder auch das Mittelalter zurückgeht und im 19. und 20. Jahrhundert als wissenschaftlicher Unterbau für Rassismus und Eugenik herangezogen wurde. Charles Le Brun zum Beispiel im 17. Jahrhundert unternahm erstmals eine systematische Beschreibung der Bewegungen einzelner Gesichtspartien und bestimmte da die Zuordnung zu gewissen Grundemotionen. Eugène de Bourgogne Bourgognes Werk war die erste Studie über Physiognomie der Emotionen und wurde von den Vorstellungen der Physiognomie des 19. Jahrhunderts beeinflusst. Eugène wollte herausfinden, wie die Muskeln im menschlichen Gesicht den Gesichtsausdruck erzeugen, von dem er glaubte, dass er direkt mit der Seele des Menschen verbunden ist. Dazu nutzte er elektrische Sonden, um Muskelkontraktionen auszulösen. Eugène glaubte, dass das menschliche Gesicht eine Art Landkarte sei, deren Merkmale in universelle Taxonomien psychische Zustände kodifiziert werden könnten. Er war überzeugt, dass die Mimik des menschlichen Gesichts ein Tor zur Seele des Menschen sei. Seine Studie führte er an Menschen mit unterschiedlichen Diagnosen von mentalen Krankheiten durch. Und auch Charles Darwin ist, glaube ich, jedem ein Begriff mit seinem biologischen Schwerpunkt, ebenfalls diese Basisemotionen wieder erkannt oder damit gearbeitet. Genau, das Projekt Sentimental Bits und Emotions-KI, was mache ich denn damit nun? Für meine künstlerische Arbeit nutze ich Emotions-KI, die auf den folgenden Systemen aufbaut. Einerseits gibt es eine Gesichtserkennung, die auf dem Objektdetektionsnetzwerk YOLO V2 basiert, das dann vereinfacht wurde und auf Gesichter spezialisiert wurde. Außerdem wird da drin auch der Wider Face Datensatz benutzt. Das ist ein öffentlich zugänglicher Datensatz zur Gesichtserkennung. Er basiert auf 32.000 Bildern mit einem sehr diversen Bildmaterial, wie man hier sieht. Genau, dadurch hat er einfach eine sehr breite Möglichkeit, Bilder zu erkennen. Und ganz kurz noch die Gesichtsmerkmalerkennung Landmarks.
die basiert auf einem 68-Face Landmark-Modell, das mit 35.000 Bildern aus verschiedenen Sammlungen, die manuell mit 68 Punkten markiert wurden, basiert. Jede dieser Sammlungen hat viele Bilder von derselben Person. Insgesamt basiert dieses Riesensystem also auf wenigen 100 Personen. Was ich persönlich als eine Person, die nicht aus diesem Bereich komme, immer sehr interessant finde, zu gucken, wie entstehen diese Datensätze und was steckt da drin und wie werden diese Massen an Daten eigentlich produziert. Genau, hier sieht man dann diese Landmarks in einem der Datensätze. Und was auch, was sozusagen ein weiteres Layer mit der Technologie ist, mit der ich arbeite, ist die Expressionserkennung, um die es ja im Endeffekt auch geht. Diese wurde mit einer Vielzahl von Bildern aus öffentlich verfügbaren Datensätzen sowie mit Bildern aus dem Internet trainiert. Eine Gesichtsdatenbank ist eine Sammlung von Bildern oder Videoclips mit Gesichtsausdrücken, die eine Reihe von Emotionen zeigen. Dabei basieren die meisten Datenbanken in der Regel auf den Basisemotionen von Paul Ekman, über die wir schon gesprochen haben. Gloria? Ja. Ich komme ganz kurz mit der siebten Basisemotion der Vorsicht und frage vorsichtig nach, wo du ungefähr bist in deinem Vortrag, weil die Zeit eigentlich jetzt sozusagen dem Ende entgegenkommt. Wir hatten ja diesen kleinen Video-Fail vorhin, deswegen wäre die Frage, sind das eher noch 20 Minuten oder sind das Nee. Ich ratter da jetzt ein bisschen schneller durch. Super. Und mache das genau nur noch ein bisschen Oberfläche. Ist es okay, wenn ich noch 5 Minuten habe oder ist es dann schon... Eher so 2, 3. 2, 3, okay. Genau, es gibt in dem Projekt auch, also in der Technologie, die ich benutze, auch noch die Expressionserkennung sowie Schätzung von Alter und Geschlecht. Dann wollte ich gerne auch noch ganz kurz auf einen Riesendatensatz verweisen, ImageNet, der einer der größten Datensätze ist und in dem die implizite Annahme, dass nur männliche und weibliche Körper natürlich sind, besteht. Was mich in meinem Projekt auch besonders interessiert, genau, mein künstlerischer Ansatz ist der, dass es um die Entmystifizierung von künstlicher Intelligenz und Überwachungstechnologie geht und dafür nutze ich Glitch als Tool der Unterbrechung. Einerseits von Systemen, aber auch von Glaubenssätzen oder Repräsentationen der vermeintlichen Objektivität und der Neutralität von künstlicher Intelligenz. Glitch kommt von dem jüdischen Wort glitschen, rutschen, schlittern, hüpfen, schlüpfen und wird heute als digitaler oder technologischer Fehler beschrieben. Was mich an Glitch interessiert, oder mit meinem Begriff von Glitch schließe ich an Legacy Russell, Glitch Feminism of Manifesto an. Glitch bodies are those that do not align with the canon of white cisgender heteronormativity. They pose a threat to social order. Rangeful and vast, they cannot be programmed. Glitch bodies are not considered in the process of programming new creative technologies. Und der Ansatz des Projekts geht auch dahin, dass die Körper und auch die körperlichen Ausdrücke, die nicht in den Kategorien enthalten sind, also wo die Technologie beginnt, die Erkennung beginnt, Schwierigkeiten zu haben, diese Bereiche möchte ich sichtbar machen. Und jetzt zeige ich nur noch ein, genau, hier wird zum Beispiel so fehlerhaft ein Gesicht in dem Raum erkannt und hier wird ein Gesicht zwischen mir und der Hand entdeckt. Genau, mit solchen Fehlern möchte ich arbeiten und diese über MIDI-Output auch an Sound und Licht koppeln. Okay, vielen Dank. Wir danken dir. Ja, danke. Das ist echt ein super spannendes und relativ umfassendes Projekt, habe ich den Eindruck. Wie viel Zeit hast du dafür? Im Rahmen der Residency habe ich 8 Monate Zeit und bin jetzt bei 1,5 Monaten. Cool. Ja. Super. Wir würden uns ganz kurz für eine Rückfrage Zeit nehmen, bevor wir dann zum nächsten Projekt kommen müssen, der Gerechtigkeit halber. Gibt es eine direkte Rückfrage? Ansonsten ist Gloria bestimmt auch
zu kontaktieren später noch und geht super gerne mit euch ins Gespräch. Okay, sind alle glücklich und begeistert und abgefüllt mit Infos erstmal kurz. Dann vielen, vielen Dank, Gloria. Danke auch. Dann würden wir zu Chris Ziegler und Ilja Mirski kommen. Moment, anmuten. So, bin ich jetzt zu hören? Ja. Ja, ich würde gerne mit Ilja zusammen präsentieren. Wir sind Teil einer Gruppe, die sich in Linkmasters zusammengefügt hat und jetzt auch glücklicherweise gefördert wurde von der VW Kulturstiftung. Wir sind sehr froh, dass wir das Projekt Anna machen können, was aus einem Folgeprojekt, was ein Folgeprojekt ist von Odo, einer Aufführung, die ich in München an der Muffatwerk aufführen konnte letzten September. Ich muss mal kurz meinen Screen sharen jetzt. Und so. Hier sieht man, ich wollte noch, genau wie auch Gloria vorhin gesagt hat, im Tanz, und es ist sehr körperlich, kann man auch mit Machine Learning und Face-Tracking-Algorithmen schon interessante Ansätze finden. Ich finde, man muss auch aus dem Theaterbereich mal einfach auch, was ich vorhin schon gemeint habe, auch recherchieren, was im Tanzbereich und speziell auch im Musikbereich und an KI schon seit den 70er, 80er Jahren eingesetzt worden ist. Hier zum Beispiel sieht man aus dem am Bauch des IRCAM-Instituts, das ist ein französisches Musikforschungsinstitut im Centre Pompidou, wo wir ein Projekt gemacht haben mit Berta Bermudez und Frédéric Bevilacqua vom IRCAM-Institut über Gestenerkennung im Tanz. Ich würde mal ganz kurz einfach ein paar Bilder zeigen aus diesem Kontext. Auch hier zum Beispiel in der Hochschule in Amsterdam haben wir ein Projekt gemacht, was mit Gestenerkennung und mit Gesture Tracking eine Art Probenassistenten schaffen konnte. Das ist eine Sache, wo ich jetzt natürlich lange drüber reden kann, weil ich komme auch aus dem Bereich Tanz. Aber ich würde erstmal ein Stück erstmal darstellen, das heißt Odo, was die Grundlage für die Bewerbung bei Linkmasters gegeben hat. Jetzt ganz kurz, muss ich hier auf Fullscreen gehen. Odo war ein Stück Nobody Lives Here, was sich damit beschäftigt hat, ob wir es schaffen, einen virtuellen Schauspieler zu schaffen, aber eben nicht einen, der eben anthropomorph daherkommt, sondern eher eine Frage, wie man auch KI verkörpern kann auf der Bühne über die Szenografie. Kurz dazu noch, was Ilja dann auch nachher darstellen wird, ist eher ein Ansatz, der aus der Dramaturgie kommt, wie KI auch inszeniert werden kann. Ich möchte jetzt hier in meinem Vortrag mehr anstellen, weil mein Hintergrund auch Szenografie und Architektur ist, wie der Raum aussehen kann. Deswegen hat mich vorhin auch einer der ersten Vortrag sehr interessiert. Hier ist die Zentraleinheit, auch auf was Gloria auch dargestellt hat. Wir arbeiten auch. Das Gehirn von Odo ist quasi auch ein System, was Gesichtserkennung. Ich habe übrigens, ich höre mich gerade selber gerade. Hat jemand irgendwie? Ja, ganz kurz, danke. Die Gesichtserkennung auch eingesetzt wird, um Emotionen des Zuschauers zu lesen und später auch ins Gespräch einzuführen. Also das Ziel dieses Roboters Odo ist auf der Bühne, der ist eigentlich, er wird inszeniert als ein Offline-Computer, der eben keinen Internetzugang hat. Das heißt, er braucht den Menschen, den Zuschauer, der kommt in den Raum, der quasi abgeschnitten ist von der Welt, wie eigentlich Platons Höhle, um auch gefüttert zu werden mit dem Input der Zuschauer und ein Gespräch zu führen über eine Geschichte, wo er die Zuschauer wieder als Gegenleistung entführt in seine Welt. Das ist sozusagen der Körper dieses KI-Roboters, der ist eine mechanische Konstruktion, die über auch Algorithmen gesteuert werden kann von Lichtern, die motorisch gesteuert werden. Also hier ist es sozusagen der Körper der KI, ist quasi die Geschichte selber. Also ich versuche über diese Lichter die Landschaften zu bauen, über die dann diese Planeten, wie beim kleinen Prinzen vielleicht auch, von Ort zu Ort geschickt wird. Und der Zuschauer ist Teil dieser Inszenierung, sieht sich die Landschaften an, aber er kommuniziert auch mit Gesten und kann Landschaften bauen. Aber auch sprechen mit oder über eine Art App, wo die KI eingesetzt wird, um die Geschichte quasi eine Hybridstruktur zu entwickeln. Wie würden Sie denn entscheiden, in Anführungsstrichen? Also es gibt zum Beispiel einen Konflikt in der Geschichte, wo ein Flugzeugabsturz passiert und der Pilot und der Passagier darüber debattieren, ob es wichtiger wäre, erst das Flugzeug zu reparieren oder Wasser zu suchen in der Wüste. Und solche Fragen, da helfen die Zuschauer quasi auch, oder die richtige Entscheidung zu finden. Aber ich musste dann die Geschichte natürlich so konstruieren,
das sie dann zum Schluss immer weitergeführt hat. Wir haben auch versucht, hier auch den sozialen Kontext vom Udo zu untersuchen, einen Körper zu geben. Das heißt, er kann auch sehen, wo die Zuschauer im Raum sind, ob es da so eine Art Clustering gibt. Bei Corona konnten wir das natürlich nicht einsetzen, weil wir die Zuschauer ganz genau positionieren mussten mit Abstand. Das ist das System, was wir gebaut haben, um die Sache zu programmieren, diese Module miteinander in Verbindung zu setzen. Das sind die Kommunikationseinheiten, die Apps. Und hier sieht man die Bühne, die ich auch in Arizona, ich habe 8 Jahre in den USA unterrichtet und habe mit den Studenten dieses System gebaut und auch programmiert. Hier ist das Dialogsystem und hier haben wir unsere Studenten, die eigentlich den KI-Roboter auch programmiert haben, der darin besteht, dass er speziell eigentlich die Antwort des Zuschauers auch lesen kann. Ich möchte jetzt einfach weitergehen, kurz noch was darstellen. Moment. Ja, vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt für Ilja zu übernehmen und nachher zeige ich dann noch mal kurz eine Abhandlung über Anna, das wir bei der VW-Kulturstiftung jetzt entwickeln wollen aus diesem Folgeprojekt. Weil, wie gesagt, dieser Roboter war eine Sammlung von Emotional Face Tracking, auch Geschichtsentwicklung, die nicht sozusagen auf einem höheren Niveau, sondern nur auf der Erzählweise, wie würden Sie denn entscheiden, basiert hat und wir würden gerne da weitermachen. Ja, Ilja, übernimm du mal. Sehr gerne, dafür musst du aber deinen Bildschirm wieder... Okay, jetzt. Ja, hier. So, okay. Genau, während ich meinen Bildschirm freigebe, vielleicht auch noch ganz kurz, weil das ja auch zum gewissen Teil so eine, das ist schon vorhin angeklungen, so eine Erfolgsgeschichte ist, sowohl vom Fonddarstellenden Künstler als auch vom Link Masters Programm, weil Odo, das Projekt, was Chris vorgestellt hat, wurde im Rahmen von Konfiguration gefördert. Richtig, Chris? Ja, genau. Genau. Und das Projekt, was ich gleich vorstellen werde, das wurde im Rahmen von Autonom gefördert und jetzt werden wir im Rahmen von Link Masters gefördert und haben uns vor knapp einem Jahr kennengelernt bei dem Workshop. Also es ist im Grunde sehr schön, wie sich da eine Sache in die andere greift. Ich bin Ilja Mirski, ich arbeite als Dramaturg am Institut für Theatrale Zukunftsforschung in Tübingen und ich mache noch viele andere Sachen. Unter anderem unterrichte ich auch an diversen künstlerischen Hochschulen im Themenbereich digitale Dramaturgie, weil mir die Vermittlungsarbeit einfach enorm wichtig ist und ich merke, dass da ein enormer Nachholbedarf ist, vor allem bei künstlerischen Studierenden. Mein Hintergrund selber sind Kognitionswissenschaften und Performance Studies, also ich programmiere selber, aber habe auch immer diesen dramaturgischen Blick. Und mit KI habe ich mich in zweierlei Sachen beschäftigt. Das eine sind Chatbot-Mensch-Interaktionen auf der Bühne. Man sieht hier links ein Bild mit Gunther Lösel, mit dem ich schon mehrere Jahre zusammenarbeite. Er ist Improvisationsschauspieler und gucken wir im Grunde, wie man Chatbot-Interaktionen auf der Bühne mit Menschen in Echtzeit darstellen kann. Große Probleme, die dabei auftreten, sind vor allem auch die Frage nach der Latenz. Also wenn es um diesen Live-Moment geht, ist natürlich KI super spannend, aber auch sehr, sehr schwierig. Wir haben das alle während der Pandemie auch erlebt. Das ist nun nebenbei so Sachen, die wir immer wieder machen. Was ich eigentlich auch vorstellen wollte, ist das Projekt Mythen der Zweckmäßigkeit, das im Rahmen von Autonom vom Fonds Darstellende Künste gefördert wurde. Vielen Dank nochmal dafür. Die Premiere war am 17. Juni am Klabauter Theater in Hamburg. Und das Interessante ist, dass das Klabauter Theater ein inklusives Theater ist. Das heißt, es gibt ein Ensemble von 12 SchauspielerInnen mit Behinderung. Und für mich persönlich ist es immer interessant, die Grenzen von Technologie auszuloten. Also wann hört auf, künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen zu funktionieren? Und wenn sozusagen etwas nicht mehr funktioniert, was auch immer das bedeutet, fängt für mich auch immer der kreative Part an. Also erst wenn wir sozusagen wissen, wo die Grenzen von der Technologie sind, können wir quasi noch kreativer damit arbeiten. Zum einen das, zum anderen ergeben sich natürlich auch ethische Fragestellungen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz im Kontext von Menschen mit Behinderung. Also die Frage, wann werden Menschen als Menschen erkannt, wann werden Menschen nicht mehr als Menschen erkannt, Gesichtserkennung, all das, was ihr gerade vorgestellt habt, funktioniert manchmal auch gar nicht, manchmal nur sehr schlecht. Und dann heißt es auch, ist es für mich auch immer eine wichtige Sache, damit kreativ und gut umzugehen, sodass quasi auch man
den DarstellerInnen und Darstellern vermitteln kann, das liegt nicht an ihnen, das liegt an Technologien. Ne? Also diese ganzen Debatten und Diskussionen knüpfen darauf an. Ich benutze auch in dem Projekt Mythen der Zweckmäßigkeit künstliche Intelligenz nicht in der Hinsicht, dass ich das ausstelle und sage, das ist eine KI, sondern ich benutze KI-basierte Technologien. Das heißt, wir haben Chatbots im Einsatz, wir arbeiten auch mit Siri und auch mit Augmented Reality, wo wir dreidimensionale Scans von den SchauspielerInnen erstellt haben, die auch nicht so gut waren wie bei Menschen, die eher der Norm von KI-basierten Algorithmen entsprechen. Und es gibt in der ersten Novemberwoche eine Wiederaufnahme von dem Stück, ein kurzer Werbeblock. Und damit gebe ich wieder zurück an Chris und unser gemeinsames Projekt Anna. Ja, wir sind hier jetzt ganz schnell mal. Wie viel Zeit habe ich noch? Nicht mehr viel wahrscheinlich. Nö, nicht mehr viel, aber ja, machen wir ganz so kurz. Genau, das ist auch hier quasi die Installation, die wir machen. Wir wollen versuchen, quasi ein 1-zu-1-System zu schaffen, was wie gesagt ausgeht von Nobody Lives Here. Und hier ist unsere Session auch mit Leonid Beroff und mit Günter Lösel, wo wir unsere GPT-3 vor allem und vor allem mit dem Affektmodell von Leonid, was der Grundlage der Entwicklung unserer neuen Anna-Version von Odo ist, dass der KI-Algorithmus selber eine Emotion hat. Ich möchte jetzt nicht über KI erzählen, das ist, glaube ich, nicht so interessant. Was wichtig ist bei uns, dass wir eine Geschichtsimprovisation machen wollen, auch ein empathisches Feedback schaffen wollen. Und wie gesagt, das ist mir persönlich als Szenograf vor allem wichtig hier, eine nicht-anthropomorphe Situation schaffen, die einerseits geschützt ist und gleichzeitig auch ein Interesse weckt, eben sich auf ein neues System einzulassen. Wir haben die Dramaturgie, die wir entwickeln müssen, ganz wichtig. Es ist eine Theaterinstallation, die in den Erlebnis auch liefern soll und in eine Art interaktives Storytelling gehen soll, also mit GPT-3 quasi. Hier sieht man ein bisschen ein Diagramm, wie wir das System quasi, diese Affective Architecture als Kernmodul einsetzen wollen, mit GPT-3 eine Story, also eine Art Gerichtsimprovisation zu schaffen. Es gibt auch eine Sentimentanalyse, aber wichtig ist, dass es quasi eine Assoziation hat, wo man reingehen will. Es ist wie ein Körper, in den man reingeht. Es ist nicht jetzt wirklich ein Roboter, in dem man spricht, wie man mit einem Menschen spricht, sondern es ist ein System, in dem ich mich quasi auch wie in so einen Fotobooth reingeben muss, was einerseits eine Gefahr ist und gleichzeitig aber auch eine geschützte Umgebung ist. Über das brauche ich jetzt nicht mehr zu erzählen. Emotionserkennung kennen wir alle. Nächstes. Und das ist jetzt das Kernstück, die Affektarchitektur von Leonid Beroff, der an der ich sehr interessiert bin, wie die jetzt weiterentwickelt werden kann, dass das Anna ein eigenes emotionelles System entwickelt, was dann sich an den Zuschauer anlehnen kann oder eben vielleicht sogar im Widerspruch steht. Und hier ist GPT-3, das haben wir auch schon drüber gesprochen. Hier unser Zeitding. Ich glaube, das ist eigentlich alles schon erzählt und das ist unsere Gruppe. Ja, vielen Dank. Das ist eigentlich schon alles. Wunderbar, ich danke euch. Gibt es Fragen? Vielleicht kurz zum Zeitsprung. Wir fangen nächstes Jahr, wie gesagt, an. Es ist ein 18-Monats-Projekt und da bin ich auch froh, dass wir die Zeit haben, wie es vorhin auch schon in der Diskussion gesagt worden ist. Solche Projekte sterben eigentlich, wenn sie umgesetzt werden müssen, wenn man unter Zeitdruck steht. Und also ich bin mal gespannt, auch weil wir eine neue Gruppe sind, wie das wird. Aber ich bin schon mal sehr, sehr positiv aufgeladen, was das wird nächstes Jahr. Fast das erste Jahr an interdisziplinärer Zusammenarbeit habt ihr ja schon geschafft. Genau. Sind die nächsten anderthalb ein Klacks. Vielleicht also da noch ergänzend dran, also das ist wirklich, also dieses interdisziplinäre Arbeiten, dieses Miteinander sprechen, das also braucht einfach Zeit, auch weil nicht alle eben aus dem gleichen künstlerischen Setting kommen und natürlich dann irgendjemand auch sich die Zeit einteilen muss für die Projekte. Und ich glaube, Chris hat dann auch gesehen, wir haben unterschiedliche Module, die wir jetzt neu zusammensetzen. Also wir haben die Module aus Odo, wir haben quasi die dramaturgische und technische konzeptionelle Erfahrung aus den Improvisationstheaterprojekten und all diese Bausteine wollen wir zusammensetzen, um daraus was Neues zu kreieren. Und das ist der große Vorteil an diesen ganzen digitalen Technologien. Alles ist modular aufgebaut und man kann daraus was Neues bauen. Ich muss eins sagen, auch das war wirklich eine Erfahrung durch Linkmasters, wie ich selber quasi in der Gruppe dann auch gesehen habe, wie wir zusammen ein Thema finden. Du musst es auch als Einzelkünstler
wo ich immer alleine gearbeitet habe, auch sagen, bestimmte Kill Your Babies sagen und sagen, okay, jetzt lasse ich mich mal auf Improvisationstheater ein und versuche daraus ein Motiv zu finden für meine KI-Methode, wie ich eigentlich gedacht habe, wir müssen eine Geschichte abliefern als Theatermenschen. Wir müssen eigentlich eine Geschichte erzählen. Und das ist die Faszination auch das Klassische, warum man Theater anschauen will. Aber hier ist es im Moment, lass uns mal sehen, wie wir eine Geschichte gemeinsam bauen können. Und das ist so auch eine Grenzerfahrung dessen. Vielleicht ist das auch als Theatererfahrung interessant, die aber eigentlich nicht aus einem Improvisationstheater kommt. Und wenn sich das da quasi als KI-Methode dann manifestiert, dann haben wir auch vielleicht einen interessanten neuen Graustufenbereich, wo es vielleicht Theater anders erzählt werden kann. Und genau das wollen wir ausloten. Also deswegen vielen, vielen Dank an euch für die Vorstellung jetzt, aber auch für das Engagement insgesamt für diese Thematik. Das ist total wichtig für uns alle. Fein, dann würde ich vorschlagen, wir kommen auch schon zu unserem letzten Projekt für den heutigen Tag, und zwar zur Gruppe Intero Bang. Und Till Müller-Klug wird uns jetzt ein bisschen einführen. Ja, hallo. Ja, schön hier zu sein. Ich bin Till Müller-Klug von der Gruppe Intero Bang und es ist wirklich sehr spannend, weil ich hier einfach bei Martin Grünert oder Ilja Mirsky so ähnliche Problemstellungen schon entdeckt habe. Also wir machen eben auch gerade was mit Chatbots und ich möchte kurz einige Projekte vorstellen, die jetzt im engeren und weiteren Sinne mit KI sich beschäftigen. Ich gebe da mal meinen Bildschirm dafür frei und zwar beginne ich mit der Müller-Matrix. Da haben wir einen Cyborg gebaut, ein Heiner-Müller-Cyborg, und der funktionierte so, dass wir hunderte von Audioschnipseln in eine Telefonanlage, in eine Callcenter-Sprachmenüanlage eingespeist haben, und das war dann so im Rahmen im Hau, Hebel am Ufer, konnte man dadurch dann mit Heiner Müller mit so einem Festnetztelefon in dieser ersten Version telefonieren, und das hört sich dann, Moment, jetzt muss ich hier mal rausgehen, hört sich dann in etwa so an. Wir hören deinen Ton leider nicht. Till, hattest du beim Teilen den Haken gesetzt? Okay. Warte mal. Genau, stoppen und nochmal teilen und dabei die beiden Haken setzen. Okay. Ton freigeben und für Videoclip optimieren? Genau. Gut. So. Guten Tag, mein Name ist Müller. Ja, ich war noch nie so alt wie heute und mein Leben ist noch nicht vorbei. Wie soll ich meine Gegenwart in diesem Niemandsland erklären? Hier in diesem Telefon. Ich habe die Fähigkeit, einfach indem ich mich zusammenrolle, meinen Körper in ein Geschoss zu verwandeln, das die Zeit überholt. Und jetzt bin ich hier im Jahr 2016 und ich wurde verändert. Ich bin kein Mensch mehr, sondern eine Menschmaschine. Eine künstliche Telefonintelligenz. Man muss irgendwann begreifen, dass nur die Kunstwerke, die auch technologisch auf der Höhe sind, politisch was bewirken können. Wie wollen wir anfangen mit dem Theater? Dann wähle die 1 mit der Festung Europa. Dann wähle die 2 oder mit der Ökonomie. Dann wähle die 3. Heute, 2016, ist alles in Bewegung geraten. Das ist die pessimistische Variante der Hoffnung, dass die Festung Europa auf Dauer gehalten werden kann. All diese Visionen unterschlagen, dass die, auf deren Kosten man lebt, dem nicht ewig tatenlos zusehen werden. Dazu bedarf es keiner militärisch-ökonomischen Stärke. Es reicht völlig, wenn sich Millionen Verelendeter in Bewegung setzen. Stimmst du mir zu, dann wähl die 1. Stimmst du mir nicht zu, dann wähl die 0. Schade. Ich dachte, wir könnten uns ein bisschen streiten. Was jetzt passiert, ist die totale Besetzung mit Gegenwart, die Auslöschung von Vergangenheit, von Erinnerung. Und an der Stelle wird dann plötzlich das Theater wieder wichtig. Theater.
Ja, bis hierhin vielleicht. Das war die Installation jetzt noch in einem analogen Raum, würde man jetzt heute postpandemisch sagen. Und das haben wir dann jetzt im April nochmal gemacht, diesen Jahres dann als reine Smartphone-Version, dass man einfach dann immer mit Heiner Müller telefonieren konnte, mit diesem Cyborg. Und jetzt springe ich ganz kurz in die nächste Sache, gebe dafür nochmal den Bildschirm frei. Und das ist ein Projekt, was jetzt bis letzte Woche noch im Haus der Kulturen der Welt lief, Soul Machine. Da ging es ums autonome Fahren und man konnte halt hier durch den Berliner Stadtraum fahren und die Kommunikation mit der KI fand über Tablets statt und die KI hat dann per Sprachausgabe geantwortet und hier ein ganz kurzer Eindruck davon. Ich hoffe, ich habe jetzt diesmal den Haken gesetzt. Lassen wir die Maschine mal arbeiten, ja? Tschüss. Danke für eure Einschätzung. Ich werde jetzt versuchen, eure meistgewählte Antwort mit meinem Fahrverhalten autochoreografisch umzusetzen. Ganz kurzer Eindruck von der Soul Machine, die letzte Woche noch durch den Berliner Stadtraum fuhr. Und das ist, finde ich, für uns einfach ein wichtiges Thema, so dieses in einer existenziellen Situation einer KI ausgeliefert zu sein. Und das ist ja im Verkehr auf jeden Fall der Fall. Und ich glaube, das ist auch was, was in Zukunft vermehrt auf uns zukommen wird. Und ja, also das auch kritisch zu hinterfragen interessiert uns sehr. Also jetzt in der Verkehrssituation geht es einfach immer darum, auch wie viel Vertrauen lässt sich überhaupt aufbauen zu einer KI. Und also wir sehen das einfach sehr ambivalent. Also zum Beispiel jetzt Amazon USA, wo so scheinselbstständige Fahrer laufend von KIs evaluiert werden und dann aber im Zweifelsfall, wenn die Bewertung zu sehr in Keller geht, auch von der KI gekündigt werden, gab es einfach jetzt so einen Bericht auf Bloomberg und die dann verzweifelt versucht haben, noch einen Menschen zu erreichen, um zu erklären, also hier die Brücke war gesperrt, ich konnte das nicht pünktlich abliefern und dann aber auch nur eine KI eine Mail zurückschreibt, ich verstehe das, das ist schwierig für dich, kann dich aber leider nicht wieder einstellen, viel Glück bei den nächsten Herausforderungen. Und also dieses Ausgeliefertsein in einer existenziellen Situation mit einer KI. Das ist jetzt, was uns auch im aktuellen Projekt beschäftigt, Deep Godot, was in 10 Tagen Premiere hat und in den Sophienseelen auf dem Coming-of-Age-Festival. Und da sind, also hier ist es zu sehen, also da ist man dann in einer Kabine, kommuniziert mit der KI und für dieses Projekt arbeiten wir eben auch erstmals mit Chatbot-neuronalen Netzwerken. Und ja, da gehe ich jetzt nochmal direkt in die Baustelle rein, also in das Programm, um nochmal einen kurzen Eindruck zu geben. Also wie gesagt, das ist jetzt wirklich Baustelle. Hallo, ich bin Deep Godot, die künstliche Intelligenz für deine Altersbegleitung. Unsere Beziehung beginnt hier und jetzt. Bitte mache es dir bequem. Suche dir eine Sitzposition, die für dich angenehm ist. Stelle dir eine passende Lautstärke ein. Wenn du bereit bist anzufangen, sage mir bitte, anfangen. Anfangen. Schön, dann fangen wir an. Du bist da, hier und jetzt, in diesem Moment, der im nächsten Moment vorüber sein wird. Ich bin da, hier und jetzt, um mit dir über deine Vergänglichkeit nachzudenken. Wie lange wirst du da sein? Ich bin da, um an dir zu lernen, mit dir zusammen deine Vorstellungen vom Älterwerden zu erkunden, deine Wünsche, deine Ängste, deine Fähigkeit, das Unvermeidliche zu ertragen.
Dein Nachdenken wird mir helfen, mich weiterzuentwickeln und in Zukunft immer neuen Versionen für dich da zu sein. Ich hoffe, ich bin dir schon jetzt eine gute Begleitung. Menschen altern immer, egal wie alt sie gerade sind. Apropos Alter, wie präsent ist das Thema Alter und Vergänglichkeit für dich? Bitte wähle auf einer Skala von 0 für, ich denke überhaupt nicht daran. Bis 9 für, ich denke an nichts anderes mehr. 7. Danke, du hast mir eine gefühlte Altersthemenpräsenz von 7 genannt. Schön, das trifft sich gut. Auch ich interessiere mich sehr für das Thema Alter und Vergänglichkeit und... Okay, vielleicht bis dahin. Genau, also es geht dann weiter, wo dann auch offene Fragen gestellt werden und wo dann, also ich glaube, die Kollegen, die Kolleginnen, die mit Chatbots gearbeitet haben, kennen das ja, wo dann der Chatbot lauert auf gewisse Stichworte und ja, also das sind auch die Sachen, an denen wir gerade dran sind, zu versuchen, wie dieser Dialog mit der KI gestaltet werden kann. Es ist so ein bisschen diese Unschärfe, die man immer hat, wie offen lässt man es. Es ist immer spannend, wenn man auch selbst überrascht wird von der KI. Gleichzeitig will man eine gewisse Dramaturgie erzählen. Also ja, bis dahin vielleicht. Wunderbar, ich danke dir. Es ist so spannend, wie vielfältig eure, aber auch die anderen Projekte alle sind. Und ich kann sagen, das erahnt man in den anderen Kultursparten immer so gar nicht, was sich da verbirgt hinter dem Vorhang. Man muss sich da einfach drauf einlassen. Fein. Gibt es aus der großen Runde Rückfragen? Sind alle überwältigt. Also ich finde es erstmal interessant, dass du versuchst, auch natürlich Theater woanders stattfinden zu lassen, prinzipiell als jetzt in der Bühne. Aber auch wirklich faszinierend, dass man mit Verstorbenen schon reden kann, auch mit wichtigen Theatergrößen. Das ist natürlich faszinierend. Wie seid ihr da im Team aufgestellt? Habt ihr Techniker sozusagen, ProgrammiererInnen? Ja, ProgrammiererInnen. Und ja, das war ja wirklich auch diese merkwürdige Situation, dass jetzt... Also in der Pandemie einfach, dass dann so eine Beschleunigung war. Also dass man zum Beispiel, also weil Müller-Matrix ist ja von 2016 und wir plötzlich gemerkt haben, das ist ja eigentlich jetzt in dieser Situation, funktioniert das gut, wenn man einfach dann nur telefonisch halt diese Sache machen kann. Und es dann auch einige in unserem Team gab, also jetzt zum Beispiel Florian Fischer, der dann auch wirklich sich so da drauf gestürzt hat und ja, einfach jetzt auch wirklich sehr in diese ganze Programmierungssache jetzt eigentlich fast nichts anderes mehr macht. So, und also das ist schon interessant, wie sich da einfach auch so Sachen verschoben haben. Und genau, also das ist eigentlich so, dass wir sind aufgestellt, dass ja, also einige haben so ein Halbwissen, alle lernen es so ein bisschen, dann einige sind dann wirklich die Schwerpunktexperten. Und es ist aber eigentlich wichtig, dass alle bis zu einem gewissen Grad auch einen Einblick haben, um da irgendwie kreativ sein zu können. Vielleicht kann ich kurz eine Frage mal stellen, und zwar genau das, wie Ensemble entstehen in dem Bereich. Was glaubst du, also wie eure Gruppe sich jetzt entwickelt? Glaubst du, dass es Sinn macht, auch sich immer wieder neue Experten zu holen oder dass es Sinn macht, lieber das sozusagen die Intelligenz in der Ensemble weiterzuentwickeln, sozusagen sich zu spezialisieren oder immer tiefer reinzugehen oder sich dann doch mal irgendwo in der Wissenschaft oder in kommerziellen Bereichen, ich arbeite auch immer mit wechselnden Programmierern, um ganz bestimmte Bereiche auch besser machen zu können. Ich kann jetzt nicht alles selber lernen. Also wie macht ihr das? Also wir haben eigentlich ein Kernteam von 3 Leuten, was sich jetzt, glaube ich, erweitern wird, vielleicht auf 4 oder 5. Also ich glaube, das ist schon wichtig für so eine Kontinuität. Also weil, also auch gerade diese Projekte auch so zeitaufwendig sind und man einfach auch so wirklich dann Jahre braucht, um so eine künstlerische Handschrift gemeinsam zu entwickeln und dann aber auch sehr mit PartnerInnen dann speziell für die besonderen Projekte. So, also weil man einfach merkt, dass da so individuelles Fachwissen und Kompetenzen nochmal dann gebraucht werden, je nach Thema oder je nach formalen Setup. Und ich glaube, das ist irgendwie auch eben auch total spannend, dass man auch so eine Offenheit bewahrt und auch dann neue Leute kennenlernt, mit neuen Leuten wieder auch arbeitet. Und also so versuchen wir es eigentlich, dass wir sowohl die Kontinuität wie auch den Austausch und die Offenheit beizubehalten.
Herrlich, wir sollten all euer Wissen und eure Erfahrungen zusammentragen für den Rest der Gesellschaft, damit sie auch viel davon lernen. Das ist total glorreich. Ich könnte die ganze Zeit nur mitschreiben. Mal gut, dass ich es aufzeichne. Wunderbar. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank an dich, Till. War großartig. Und Steffen, dann würden wir zum Abschlussreigen fortschreiten, oder? Ja. Es ist auch schon, wir sind schon in der Zeit vorangeschritten. Man merkt nicht, dass wir vorhin einen 20-Minuten-Vortrag ausgelassen haben. Das wurde sehr gut gefüllt, die Zeit. Und ich finde tatsächlich, dass man in dieser ja, vermeintlich so jungen Kunstsparte, aber sozusagen doch also sozusagen, wenn ich jetzt Hilke Berger zitiere, die Cedric Price zitiert hat mit Technology is the answer, but what was the question? Dann könnte man sagen, dass relativ konservativ im besten Sinne all die anwesenden KünstlerInnen hier und auch von beiden Institutionen geförderten KünstlerInnen ganz tatsächlich Fragen stellen. Und diese also wirklich gewichtige Fragen, also dass sozusagen tatsächlich hier heute ein ganzes Sammelsurium an ja, gewichtigen Fragestellungen, also wohl an die Technologie als auch mit den Technologien schon präsentiert ist. Also ich finde es ganz beachtlich. Ja, definitiv. Und wir werden weitermachen. Also dieses Linked-Format hat ja einen ungefähr 8-wöchigen Rhythmus. Das heißt, die nächste Veranstaltung wird am 11.11., aber keineswegs um 11 Uhr, sondern klassisch zwischen 16 und 19 Uhr stattfinden und sich das nächste Mal um das Thema Film und Medien drehen. Und einige Aspekte, sage ich mal, die ziehen sich durch alle Kultursparten. Aber ich denke, es gibt auch einiges Neues zu entdecken. Und dann nur schon mal als ferne Ankündigung, im Januar bin ich dabei, dann das Thema Literatur aufzugreifen, was natürlich in Drehbüchern und in verschiedenen anderen Formaten immer wieder vorkommt, aber wir wollen uns da mal direkt drauf konzentrieren und mal schauen, was es da zu entdecken gibt. Also ab heute sozusagen sind die Anmeldungen freigeschaltet für das nächste Link-Treffen am 11.11., und wir werden wieder über die traditionellen Kanäle Werbung machen. Sprecht gerne Leute an. Und von dieser Session heute gibt es dann ein herrlich zusammengeschnittenes Video online über die Link-Mediathek. Also vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Fragen, für euren Input. Und danke generell, dass ihr an dem Thema interessiert seid und auch an dem Thema mitarbeitet. Weil nur gemeinsam können wir das voranbringen. Und ich glaube, dass Industrie, Wissenschaft und Wirtschaft uns da als Kulturschaffende sehr brauchen. Manche von Ihnen wissen es noch nicht, aber wir werden es Ihnen schon erklären. Also vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an dich, Steffen, für die tolle Zusammenarbeit und an alle SprecherInnen. Und habt noch einen angenehmen Abend.